Und die 525 Kalorien pfeife ich mir nach dem Stream nochmal rein. Also ist nicht, sind nicht meine einzigen zwei Mahlzeiten am Tag, keine Angst. Aber 79 auch eigentlich voll okay. In meinem Fall ist das zu lauchig. Ich bin noch 1,90 groß fast. Das darfst du halt nicht vergessen. So, Butters, dann wollen wir mal. Einfach Ben & Jerry's Eis gönnen. Passt, sagt er, damit es größer klingt. Nee, einfach weil ich nicht genau weiß, wie groß ich bin. 1,89, 1,88. Irgendwas in dem Dreh. Also ganz kurz Post gucken. Also gut, so eine Sachen kannst du bestellen. Mhm. Ja, es gibt super viele Lieferdienste. Müsste selbst auch so 10 bis 15 Kilo zunehmen. Eigentlich ist das nicht schwer, Alter. Das ist so, keine Ahnung. Man macht sich da immer irgendwie, wie soll man denn auf? Immer irgendwie einen riesen Kopf drum, Alter. Aber also eigentlich ist das, wenn man sich ein bisschen mit Kalorien beschäftigt, isst du mehr, wie dein Tagesbedarf ist, nimmst du zu. Isst du weniger, wie dein Tagesbedarf ist, nimmst du ab. Ganz einfach. So. Das ist nicht mehr, nicht weniger, keine Ahnung. Da kannst du auch den Leuten noch so viel erzählen. Aber mein Stoffwechsel ist ja anders. Und eine. Nimmst du mehr zu dir, wie du Tagesbedarf hast, wirst du zunehmen. Nimmst du weniger zu dir, wirst du abnehmen. Punkt aus Ende. Oder ist bei euch so wie bei mir vorher, bevor ich angefangen habe abzunehmen und so, es war mir einfach scheißegal. Oder jeder Einkauf bei mir bestand aus allen Kinderprodukten, Alter. Milchschnitte, Kinderpingui, Kinder Maxi King, diese kleinen Rhinos, Alter, die sind richtig insane. Und das Ding ist, gibt einen großen Fehler, den so viele Leute machen, wenn sie abnehmen wollen. So unnormal viele Leute. Die sagen, aber ich habe doch heute nur einen Salat gegessen und ich habe trotzdem zugenommen. Ja, was hast du denn getrunken? Eine Fanta und eine Cola und noch einen Eistee. Es gibt auch sowas wie Sport. Ja, aber Sport alleine... Du kannst so viel machen, aber Sport alleine wirst du am Ende nicht mit abnehmen können. Ernährung ist einfach so viel wichtiger wie Sport. Du kannst gefühlt gar keinen Sport machen und abnehmen. Einfach nur mit Ernährung. So. Und das Ding ist, wenn du wirklich abnehmen willst, lass die fucking Kalorien im Trinken weg. Weil das ist einfach der Teufel. Du merkst gar nicht, wie viele Kalorien du in dich reinschüttest und denkst dir so, ja, okay, komm, eine Flasche Eistee, ja, eine Cola, oh, Mezzomix, so. Trinke einfach keine Kalorien. Fertig. Ganz einfache Story. Und es gibt halt auch einfach, aber da musst du dann halt Bock haben, drauf zu achten. Das ist ein bisschen unangenehm. Es gibt halt auch einfach Getränke, die lecker sind und nicht so viele Kalorien haben, ne? Ja, ich weiß, zuckerfreies Red Bull schmeckt am Anfang scheiße, ist aber zuckerfreies Red Bull und hat halt einfach drei Kalorien auf 100 Milliliter, ne? Dieses Volvic-Zeug, was ich mir hier reinhaue, das gibt es als Pfirsich zum Beispiel mit richtig vielen Kalorien oder mit Minze Eisenkraut mit 2 Kalorien. Ja.
Und ansonsten trinke ich Wasser mit einem Spritzer Zitrone drin. Fertig. Ich bin mit dem Synergy von More übel zufrieden. Finde den echt lecker. Ja, ich kann den nicht mehr sehen. Mir hängt der so ziemlich zum Hals raus. Aber ja, auch der hat quasi keine Kalorien, ne? Einfach Eistee selbst machen, ja. Oder so. Was für mich halt am leichtesten war, sind halt von More diese Chunky Flavors. So, weil du kannst keinen Magerquark essen. Geht nicht. Schmeckt einfach wie Kotze. Einen kleinen Löffel Chunky rein, es schmeckt original nach Fruchtzwerg. Ja, easy, Alter. Und damit stillst du auch deinen Heißhunger dann einfach auf was Süßes. Obwohl da kein Zucker drin ist dann. Na, nice, Alter. Schon richtig die Action am Casino heute. Auf einen gemütlichen Donnerstag hier. Dann gehen wir erstmal arbeiten. Was machst du rein? Chunky, ja. Norox, danke für 6 Monate. Tadinchen, danke für 52. Ratrix, danke für 12. Jaxplace, danke für 21. Buffalo, danke für 7 Monate. Cookie, danke für 34 Monate Resub. Zeron, danke schön für 47. Clownfish, danke für deinen 10er Sub. Smasher, danke für 16 Monate Resub. Dryudas, danke für 7 Monate. Kartoffelsalat, danke für 8 Monate. Vielen lieben Dank. Wildsau für 19 Monate. Finnhold, 34 Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank euch. Wasser mit Spritzer Zitrone ist das Geilste im Sommer. Ja, viele sagen, die trinken nicht so gerne Wasser. Aber ich muss das Geld holen. Ich komme gleich wieder. Aber es ist das Beste, was du machen kannst. Was geht, Chef? Du gehst arbeiten, richtig? Ich geh kurz arbeiten, ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wenn es so gut läuft wie beim letzten Mal, dann, ja, lohnt sich. Ja, sag was, high oder low? Boah, naja, nee, das finde ich mal ganz schlimm. Wenn man dann was sagt und dann kommt das andere bei rum. Wie viel hast du denn dabei, damit ich schon mal weiß, wie viel ich aufschreiben muss auf mein Konto? 100.000. 100? Okay, das geht ja noch. Setzt du direkt komplett oder machst du halbe halbe? Komplett. Komplett 100. Dann würde ich sagen, machen wir low. Sicher low? Ja, mein Konto sagt nein, aber machen wir low. Hab verloren. Herbe, warte mal. Waren das 100? Oh, nie Glück. Ja, schade. Na gut. Schlechter Arbeitstag. Ich glaube, aber... Das will ich jetzt nicht sagen. Oh, jetzt. Ja doch, komm. Sonst, naja, muss ich darüber nachdenken. Ich hatte merkwürdigerweise über doppelt so viele Chips da liegen. Das sah mir nicht nach 100 aus. Ich habe 100 gerade eingelöst, aber ich glaube, ich hatte noch einige in meiner Tasche, die ich gerade dazugelegt habe, als ich All-In gegangen bin. Was denkst du, wie viel hast du gesetzt? Weiß ich nicht. Über 200 auf jeden Fall. Ja, schwierig. Yep. Minsky hätte gesagt, ist nur Spielgeld. Ich glaube, ich habe gerade über 200.000 verzockt. Ja, moin. Ah ja. Und gestern gut durch den Abend gekommen? Ja, doch, doch. Guten Abend. Ja, gut durch den Abend gekommen. Hast du das mitgekriegt mit den Hitmans und der Drohung? Was? Die Hitmans haben einen Brief im Briefkasten. Anonymer Brief.
wo irgendwas drin steht von wegen, hey, ich sehe auch, was ihr im Schatten macht oder so. Jetzt gehen natürlich alle auch direkt wieder davon aus, dass das die Fox ist. Die Fox schnüffelt ja auch in der Dachsache. Hast du das Alessio schon erzählt, oder? Ja. Dann kann sich die Fox an doch irgendwie ziemlich viele Sachen erinnern, wo wir dachten, dass sie es nicht mehr könnte. Wirklich, oder? Aha. Und einer von den Hitman-Leuten chillt mit der, ne? Und will der stecken, dass der Dax tot ist. Aber nicht Nico, oder? Nee, der... Carter. Ray? Carter? Ja. Carter ist wieder da? Nee, der ist gerade noch im Urlaub, aber der will da wohl stecken, dass der tot ist. Woher will der das denn wissen? Keine Ahnung, das hat Nico mir so gesagt. Hä? Ich habe auch nur über Umwege über James erfahren, dass und der Special Guest da unten war, nachdem ich dann für 30.000 die Lichtsphäre hab reparieren lassen. Aber woher will der das denn wissen, wenn er seit, keine Ahnung, 3 Monaten nicht da war? Ich habe keine Ahnung. Ach, ich will das eigentlich auch gar nicht wissen. Ich bin froh, dass ich mit diesem Klüngel nichts mehr zu tun habe. Ja, für mich ist das auch merkwürdig, aber ich hatte ja auch noch eine Drohung in meinem Briefkasten, ne? Irgendjemand wollte mich auch noch umbringen, aber das hat auch nichts weiter mehr ergeben. Ja, ganz ehrlich, das ist das, was ich ja von Anfang an gesagt habe. Wenn der das ernst meint, dann kommt der eventuell auch wieder, aber bis heute ist ja scheinbar nichts passiert. Keine Ahnung. Schon. Also, ich sag mal, wenn es am Ende tatsächlich so ist, dass die sich da doch an irgendwas erinnern kann und doch irgendwie da mit drin hängt, ja, dann ist es halt zu spät. Kennst du den Jack Spray? Der hat sich als Bürgermeister beworben. Mhm. Aber warum? Eine Telefonnummer haben wir nicht. Doch, warte mal. Stopp, ich hab eine. Doch nicht. Schade. Aber der chillt wohin wieder am Meeting Point. Wieso, was ist denn mit dem? Ich will den erpressen. Erpressen? Was hat der denn angestellt? Nö, noch nichts, aber das soll so ein Bürgermeister werden, wie ich das möchte. Also bisher muss ich sagen, dass, was man mit dem bespricht, das hält der auch bisher ein. Also ich habe den halt auch auf das Thema Steuern angesprochen, dass das halt so eine Nullrechnung ist, wenn du meinst, Steuern zu erheben und das dann für die Grundsicherung aufzubauen. Er sagte, ja, muss man gucken. Also, ich denke mal, wenn man mit dem vernünftig spielt. Hauptsache Leslie Cheng wird nicht Bürgermeister. Das ist, wir standen nämlich gestern im Bürgermeisterbüro und der ist da die ganze Zeit mit seiner Dulli-Truppe rumgetanzt. Das wäre eine Katastrophe, ne? Ja, die Frage ist, was hast du halt für Alternativen, ne? Der Isaac Chen, das ist halt auch ein Vollidiot, den kannst du auch nicht brauchen und kein Lektor. Gehört der zu dem anderen Chen, also zu dem Dulli-Chen? Und dieser Kain Lecter, das ist der Typ, der hier die Schnitzeljagd organisiert hat, aber der ist auch nicht sonderlich hell in der Birne. Also, keine Ahnung, dadurch, dass der Jax Gray eigentlich ein komplett unbeschriebenes Blatt ist, den kennt er halt keine Sau, ist das wahrscheinlich die beste Option, die wir haben. Na, den kann man zumindest, wie du sagst, ne, einigermaßen noch da in Form, wo man ihn. Ja, wir sollten dem halt ein paar Stimmen besorgen. Als ob wir sowas tun würden. Als ob wir sowas tun würden. Ich meine, das wäre Wahlbetrug. Das würden wir ja nicht machen. Auf keinen Fall. Von den Wasserhans was gehört seit gestern? Nee, ich habe keine Info. Ja, ich fahre nachher mal gucken. Ich guck mal, ob die noch am Leben sind oder nicht. Meinst du, nur zwischen gestern Abend und heute Mittag ist irgendwas passiert? Keine Ahnung, wenn die sich jetzt natürlich zu krass fühlen, also ich meine, wir haben natürlich auf dicke Hose gemacht, wir haben denen 6 Camachos und einen Arsch voll Waffen gegeben, aber wenn man mal ganz ehrlich ist und jetzt mal Hand aufs Herz, die Waffen, die wir denen gegeben haben, mit den Schrotflinten gewinnst du keinen Krieg, da kannst du nichts mit anfangen, die sehen nur cool aus. Also haben die eine kleine AK, MP, eine MP und ein paar bisschen Kleinkram, aber das war's auch. Und scheiß Pistolen, die du dir an jeder Ecke holen kannst. Die haben also eine MP und eine kleine AK. Damit gewinnst du keinen Krieg. Von den 6 Camachos
die sahen halt natürlich imposant aus, aber effektiv benutzt du davon zwei. Das heißt, die anderen, die denen ihre ganzen Camachos geklaut haben und das Waffenlager geplündert haben, sind am Ende des Tages trotzdem besser aufgestellt. Das ja, Einzige, was das wir halt daraus gezogen haben, ist, dass wir sicher sein können, dass der Dulitrupp nicht mehr als riesengroßer Dulitrupp chillt und die damit beschäftigt sind, sich gegenseitig auseinanderzunehmen, uns also in dem Sinne gerade keiner auf dem Schirm hat oder auf die Idee kommt, uns irgendwie an die Karre zu pissen. Denn mit diesen ganzen Abu Nazar-Idioten und so will ich eigentlich ehrlich gesagt so wenig wie möglich zu tun haben. Das ist auch Louis' Ding da, der will ja seit 4 Jahren den einen da hinrichten. Ach hier, Nael, ja. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich habe mich da ja größtenteils rausgehalten, vor allen Dingen als das hier damals ja auch in Sandy's Haus fast geknallt hat. Da bin ich ja dann nur mit den beiden Jungs dann dazugekommen. Keine Ahnung, das ist halt so ein Klüngel, da will man sie gar nicht reingezogen werden, weil am Ende des Tages schadet man sich halt nur selber. Die sollen damit ihr Ding machen und am Ende des Tages gehorchen und das haben wir damit, glaube ich, ganz gut geschaffen. Ja, das war jetzt eine teurere Angelegenheit, aber die Fahrzeuge sind immerhin in unserer Hand. Im Zweifel können wir die Fahrzeuge wieder verkaufen. Die stehen in unserer Schuld. Und wir haben was gegen die in der Hand, wo wir sagen können, hey, pass auf. Wenn ihr gegen den Deal verstoßen habt, knipsen wir euch allen das Licht aus. Also uns rückt das Ganze in eine wahnsinnig mächtige Position. Von daher hat sich das schon gelohnt. Ja, vor allen Dingen mit der ganzen Situation jetzt allgemein, ne? Von den Aztekas hört man ja auch aktuell nicht sonderlich viel. Ja, das letzte halt, wo die ihre beiden Aufsteiger... Ja, das hat mir James erzählt, dass wir die unten zu Gast haben oder zu Gast hatten und dass die wohl ihr letztes Abendmahl in der Hut gegessen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie ihr letztes Abendmahl essen. Also ich fand jetzt denen ihre Argumentation gar nicht so schlimm. Aber als ich weiß nicht, was da passiert ist. Ja, die wollten raus. Die haben nichts gemacht oder so, die haben auch nichts verraten oder so, aber die sind halt zum Feind gegangen und haben gesagt, hey, helft uns mal bei den Aztekas raus, die sind bei den Crusadern aufgeschlagen. Nicht im Ernst. Ja, und das war jetzt natürlich nicht so sonderlich klug, muss man sagen. Aber, also, ich meine, das war gefühlt denen ihr einziger Fehler, ansonsten klang ihre Argumentation schlüssig eigentlich. Und es war jetzt kein, yo, ihr Wichser, hier, wir werden euch fertig machen oder irgendwelche Dinge verraten oder so. Uns kam es dann am Ende natürlich gelegen, dass die Aztekas so entschieden haben, denn als Aussteiger Geheimnisse zu wissen, die auch uns betreffen, das ist doch dann so das größte Problem. In den Zeugenschutz im Zweifel zu gehen, wo man ne, mit solchen Informationen natürlich dann auch reinkommt, hätte das Ganze für uns natürlich kritisch sein können. Deswegen passt mir der Ausgang so schon ganz gut in den Kram, auch wenn es mir ein bisschen leid getan hat. Aber ist, wie es ist. Ja, bei den Gangs ist, keine Ahnung, aktuell so ein zweigeteiltes Lager. Entweder chillen die alle am Meeting Point oder man sieht gar nichts von den Leuten. Was ist mit dem Typ, ich habe gehört, da haben wir einen Namen von. Der Typ, der merkwürdigerweise eine Weingut-Zugangskarte hatte. Ja. Also, um dir das nochmal... einfach Long Story Short zu erklären. Der ist bei den Disciples in der Hood aufgetaucht, weiß Gott warum, hat bei denen irgendwie rumgeturnt, die haben den sich zur Brust genommen und haben natürlich den ne, Gangart gezeigt, dass man nicht irgendwie in der Hood einfach so rumrennt. Ja. Und die haben den natürlich dann durchsucht, um zu gucken, was der so dabei hat. Und hatte der einfach die Karte dabei. So. Die haben dem mal kurz mit einem spitzen Gegenstand gezeigt, wie man Fisch filetiert. Und dann haben die mich angerufen. Dann haben die gesagt, hier, wir haben... Wie ist der Name von dem? Warte. Die Jungs sagten nämlich gestern schon, die hatten irgendwie ist den eiskalten Rücken runtergelaufen. Genau, Tim Müster heißt der. Mir sagt der Name gar nichts, aber sowohl Jose als auch Louis, bei denen hat da irgendwie so der Dulli-Alarm geklingelt. Tim Müster. Müster, wie schreibt man das? Wie Mystery, nur ohne Y am Ende. Genauso. Und ich habe auf Twitter geguckt, da ist nichts zu finden. Aber irgendwie scheinen die den zu kennen. Weil Telefonnummer habe ich. Ich habe auch jetzt meinen Jungs schon Bescheid gesagt, dass die hin und wieder mal anrufen sollen, um zu gucken, ob der da ist.
Ich hab den eingespeichert. Was? Telefonnummer endet. Und das nicht erst gestern oder so. Ich hab den eingespeichert. Auf 172? Auf 172, ja. Oh, wow. Na, jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, in welchem Vorgang, ne? Aber dann scheint sich das von Louis und Hosse ja zu bestätigen. Dass das irgendein Klecko ist, der... Die Nummer muss ich seit Ewigkeiten haben. Boah. Aber vor allen Dingen, wir rätseln immer noch wieder an eine scheiß Weingutkarte gekommen. Es war die Disciples, die wussten am Anfang gar nicht, was das ist. Bis die dann oben, bis die ein bisschen im Stadt unterwegs waren und mich dann angerufen haben. Weil die dann auf die Idee gekommen sind, dass wir oben am Kürbis... Mister. Oh, nicht im Ernst. Das muss gefühlt 2 Jahre her sein. Also bei mir klingelt vor allem der Psychoalarm. Oh nee, ne? Und ich weiß also nicht, ob ich recht habe oder nicht. Also, ich weiß, du hast ja manchmal so ein bisschen das Talent, deine Autos offen zu lassen, wenn du damit rumfährst. Einmal hattest du oben dein Auto stehen, da war das Auto offen, da waren 2 Karten drin. Die habe ich mir extra rausgenommen. Da war eine Weingutkarte und eine Casino-Karte drin. Aber ich frage mich immer noch, wo der die herhaben kann. Ich fahre mal kurz zu den Cops. Ich guck mal, ob ich da irgendwen finde, der mir mehr sagen kann. Ja, soll ich mitkommen? Nico ist auch da, vielleicht hat der noch was. Nee, ich guck, ob ich irgendwen, weißt du, der mir so auf Vertrauensbasis unter der Hand. Jo, alles klar. Ich schau mal, ich bin gleich wieder da. Es klingelt nicht. Es klingelt irgendwas. Aber der Groschen fällt nicht. Wir haben seine Telefonnummer. Tim Mister. Batas hat in den letzten Monaten keine Telefonnummer von dem Tim Mister bekommen. Dass die Nummer eingespeichert ist, das muss 5000 Jahre her sein. Und da klingelt es irgendwie auf unangenehme Art und Weise. Ich weiß nicht warum. Brauchen Vorwand. Mahlzeit. Hä? Hallo. Ich unterbreche ungern. Ist der Herr Brown zufälligerweise da gerade? Nee, aktuell nicht. Falls er in Dienst kommen sollte, sagen Sie mir mal bitte, der soll sich mit mir bezüglich des Autos in Verbindung setzen. Wir sagen Bescheid, dass er sich bei Ihnen melden soll. Schönen Tag. Tschüssi. Ebenso. Kein Kontakt da. Ist da einer drin? Kenn ich nicht. Wegbekommen. Wird das wieder oder soll ich dich mit zur Hut nehmen? Ja, es wird schon wieder.
jeden Fall. Alles klar. Danke auf jeden Fall. Viel Spaß. Peace. Wenn er wüsste, was ich als Hund meinte. Ah, die Katharina ist im Dienst, ne? Mit der müssen wir auch noch sprechen. Mit der Katharina. Die kleine freche Katharina. Der will mir noch ein ganz ernstes Wort reden. Können wir eigentlich heute entführen? Ist das schon Crusader war? Zumindest keiner auf dem Hof. Kann ich nachher mal gucken, wenn Ronny da ist, rufe ich den mal an. Jo. Alles klar, bis dann. Guten Abend. Da ist leider keiner von Relevanz da gewesen. Aber wirklich, irgendwas. Ich habe die Nummer ja auch. Ich habe ja keine Nummer von irgendwem. Also, die fliegt ja nicht von ganz alleine in mein Handy. Vor allem, wenn du sagst, die ist schon mindestens anderthalb oder zwei Jahre bei dir im Handy drin, wenn die so. Ach, locker. Ist. Also wenn das in dem letzten halben Jahr, wenn nicht sogar Jahr passiert wäre, dann wüsste ich das. Gibt es vielleicht noch einen SMS-Verlauf, der noch sichtgleich ist? Das ist eine gute Frage. Ne, hat nie SMS gegeben. Aber da muss der ja komplett unter dem Radar sein. Also ich glaube, so unter dem Radar war der, also der Name würde mir nicht so negativ was sagen, wenn da nicht irgendwas gewesen ist. Ja, weil der war ja gestern schon bei Louis und Hossel nicht gut benetzt, der Name. Ja, ja. Vor allen Dingen, ne, es existiert kein Twitter-Account mit diesem Namen, es gibt nur Mystery Man. Tobi, dir danke für 24 Monate. Krankkrafter, danke für 20. Haze, danke für 2 Euro. Halt rein gar nichts. Vollzeitaktiv, danke für 17 Monate. Ja. Sarus Gaming, danke für den Prime Sub. Fire, danke schon für 20 Monate. Norox, danke für 6 Monate. Taninchen, danke für 52. Redtrix, danke für 12. Jaxplace, 21 Monate, danke schön. Vielen, vielen Dank. Sayuro, danke schön für 11 Monate Resub. Vielen, vielen Dank für euren Support, Guys. Von den Leuten, die jetzt so lange da sind, existieren halt auch nicht mehr so viele, ne? Ja. Dass das dann dein Briefkastenfreund ist. Wissen die Crusader den Namen schon? Nicht, dass ich wüsste, außer Hosse. Aber der ist ja nicht mehr. Okay, aber Hosse konnte mit dem Namen auch nichts weiter anfangen. Der hat auch nur ein schlechtes Gefühl. Bei dem ist der Dulli-Alarm auch angegangen. Okay, das heißt, ich brauche irgendwen, der schon super lange hier lebt. Was ist mit Flo? Jo, ja, wobei... Ja, Flo ist da. Wenn es dabei nicht um Autos geht, dann hat er keine Ahnung. Aber Flo kennt eigentlich ziemlich viele Leute. Ja, nur Meeting Point Dullis. Ah, ich wollte ihm sowieso noch den Arsch aufreißen. Mit Flo habe ich gerade telefoniert. Ja, ich will ihm noch den Arsch aufreißen wegen seinem Umgang mit Casino-Leuten. Ansonsten Baro vielleicht? Baro ist eher Geschäftsmann, der kümmert sich eher in Er lebt auch in seiner eigenen Welt. Was mit Mutamba? Der lebt erst recht in seiner eigenen Welt. Punyo wäre eine gute Idee. Er hat sein Telefon aus. Ja, der ist auch meistens erst Abend da. Ja, aber der lebt schon 600.000 Jahre hier.
Weil sonst fallen mir auch wenig Leute ein, die ich kenne, die Blair ruft an. Ja, Restgröße von mir, Ronny. Was für Ronny? Hallo? Ja, ich bin gerade bei Ronny an seiner Halle. Bei Ronny an der Halle? Ja, der ist gerade da, der hat gerade mein Auto sauber gemacht. Bin gleich da, warte auf mich. Okay. Ich geh dir mal kurz die Ohren langziehen. Oh, viel Spaß dabei. Wenn ihr Schreie hört, ist Flo Blair. Wobei, ich rauche es. Luke, danke für 5 Subs in die Community. Vielen Dank. Black Sky für 11 Monate. Opel Mars 22 Monate. Dankeschön. Salzeit, danke für 13 Monate. Deathchester 29 Monate. Dankeschön. Andy, dankeschön für 3 Monate. Xeris, dankeschön für 16 Monate. Vielen lieben herzlichen Dank. Sir Killer, danke für 25 Monate. Dankeschön. Jetzt das erste Mal auf Twitch. Was? Wer ist das erste Mal auf Twitch? Ich? Nee. Ich bin schon ein bisschen öfter hier. So, ich gehe mal eben ganz kurz für kleine Schloß und mal eben ganz kurz für kleine Pipis. Also, nee, für kleine Schloß und, also, das. Hi Chat, guten Morgen, es ist Donnerstag. So, da bin ich wieder. Hallo Chat, was geht ab? Das Legend, 4 Monate, dankeschön. Lord Tosarius, danke für 9 Monate. Vielen herzlichen Dank. Einer? Einer? Was ist mit euch? Kommt ihr mit zu Ronny? Ja, können wir. Ich reiß Flo Blair den Arsch auf. Na, steig ein. Ich dachte, wir sollen jetzt laufen. Ich könnte doch laufen. Nee, nee. Also ich weiß nicht mal, wo Ronny ist. Hä? Ich weiß nicht, wo Ronnys Halle ist. Wenn der meinen Wagen zur Aufbereitung hatte, dann hat er den abgeholt. Da hängt wohl Flo Blair rum, lässt irgendwie sein Auto aufbereiten und von dem will ich mir mal eine Geschichte anhören, die er irgendwie mit einem Casino-Türsteher hatte. Ja, Dennis sagte gerade auch, dass es nicht gut wäre, Flo auf diesen Namen anzusprechen, weil der hat alles irgendwie in alle Richtungen weiterzählt. Ja, man kennt ihn ja, ne? Er zählt immer viel rum. Ja, ja, das ist die laufende Meeting Point. Mhm. Aber mir sagt der Name halt auch überhaupt gar nichts, ne, von dem ja, Kerl. Ja, ich habe halt die Telefonnummer eingespeichert. Und das nicht jetzt aktuell in der Situation. Haben wir den vielleicht mal vom Dach geschmissen? Das muss lange Zeit vor dem Casino gewesen sein. Okay. Man kann nicht sehen, wann ich einen eingespeichert habe, oder? Doch. Auf dem Crablet. Was? Echt? Ja. Im Ernst jetzt? Ja, muss man halt die ganzen Kontakte durchgehen, weil man hat keine Suchfunktion. Bei Kontakte. Kontakte? Tatsächlich, das steht. Wie heißt der? Tim Müster. Steht da tatsächlich, lol. Aber man kann halt leider nicht, hat keine Suchfunktion. Warte mal, Tim Mister. Vor einem Jahr. Also vor einem Jahr ist aber eine sehr unkonkrete, also weil danach kommt vor 2 Jahren.
also zwischen vor einem Jahr und vor zwei Jahren, habe ich den Kontakt Tim Mister angelegt bei mir. Ja, also ist er wahrscheinlich länger Bürger als ich im Staat. So, und wenn das dann bei mir der Psychopathenalarm angeht, dann stimmt da irgendwas nicht. Ich frag mich so oder so die ganze Zeit, wo der die Scheißkarte her hat. Genau, das will ich herausfinden. Und ich will nicht nur herausfinden, wo er die her hat, sondern ich will auch herausfinden, warum er die hat und was er damit vorhatte. Weil wenn bei mir der Psychopathenalarm angeht, der Typ seit Ewigkeiten hier lebt, ich über einem Jahr nichts von dem gehört habe und jetzt auf einmal schleicht er da im Weingut rum, steht das für mich in einem echt komischen Licht. Mhm. Ich bin dumm. Nee, warte, Moment, wir können hier runter. Das macht halt auch absolut keinen Sinn. Der war bei den Disciples und die haben den lang gemacht. Weil er da ja, keine Ahnung, rumgerannt ist oder so. Und er hatte halt die Karte dabei, ne? Hm. Ist halt, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich ein dummer Zufall, dass das rausgekommen ist, aber... Ja, Vito hat es leider erst mitbekommen, als sie den schon weggeschickt haben, so gesehen. Weil sonst hätten sie den direkt an uns übergeben. Ja, die sagten, einige von denen wussten wohl erst gar nicht, was das ist. Oh, hier muss ich eine kleine Runde drehen. In alten Zeiten schwelgen. Mhm. Du weißt, was hier war? Ja, ja. Ja, die guten alten Zeiten. Ja, die alten Zeiten. Au! Entschuldigung, Roddy. Oh nein. Roddy, alles gut? Fuck. Manjit, alles gut? Ich ein bisschen. Ey, voll eingeklemmt zwischen den Augenmarken. Tut mir leid, Roddy, das habe ich ein bisschen anders kalkuliert. Geht oder soll ich den Arzt rufen, weil ich helfe dir auf? Ich glaube, da ist schon gerade jemand am Medic rufen. Oh Gott. Ey, nächstes Mal nehmen wir voll einen Taschenrechner. Hab ich sonst noch einen erwischt? Nee. Doch, den Manjit hinterm Camacho. Doch, hier drüben ist noch jemand. Ach, der Oku. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Oha. Das zeckt aber auch. Aber grüßen Sie, Shebatas. Ich rufe mal einen Arzt. Grüß dich, Ronny. Ja, ich habe mir unsere Begegnung auch ein bisschen anders vorgestellt und nicht so. Ja, ist ein Trottel. Ja, ja. Ey, Schienbein, das zieht aber auch immer. Ronny. Dann geht schon wieder. Der Arzt kommt und dann guckt er sich das an. Also alles gut. Bleib bloß ruhig. Warte bitte, wer ist ein Trottel? Was? Guck. Dachte ich mal. Oh, das zeckt, ey. Ja, das wird aber nicht abfallen, Ronny. Das fällt nicht ab, glaub mir. Ey, das zieht wie ein offenes Fenster im Winter, ey. Oh, Junge. Ja, zwischen zwei Autos eingeklemmt ist nicht, stelle ich mir auch nicht so angenehm vor. Stell ich mir auch nicht. Ah. Ey, gut, dass die Karre so hoch ist, ey. Sonst wäre ich noch da drüber geflogen. Ja, ich drücke schon auf die Wunde. Ja, das ist, weil das Auto so schnell ist, weißt du? Dann habe ich am Ende Gas mit Bremse verwechselt und dann, ja. Hängt mich mal. Wundert da nichts mehr. Ah. Du kennst meine Fahrkünste, Ronny. Ist nicht der erste Unfall, den du miterlebst. Ja, ich weiß. Es war nicht das erste Mal, dass ich das Auto repariere.
Ja, nur diesmal brauchst du nicht reparieren. Nee. Oh. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Das ist wohl wahr. Standen viele Leute im Kreis rum. Aber warum kommen sie dann auch hier so angeheizt? Hör, Straße war frei, ne? Gesund ist was anderes. Das ist richtig. Gut. Oh, wei. Ja, um eben an die Seite. Ja. Was war denn da los mit irgendwem vom Casino bei irgendeinem Verarbeiter? Ach, das war hier der beim Akku, der sich hinterm Casino versteckt hat. Also nicht versteckt, aber sich damit gebrüstet hat, dass er ja fürs Casino arbeitet und man ihn ja deshalb gar nichts kann und ja. Und Respekt hatte er in dem Moment auch nicht, weil ich wollte mit ihm ein kleines Gespräch führen, weil wir so ein bisschen aneinander geraten sind. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sag, komm, ich sag, wir klären das mal eben, ich sag, unter vier Augen. Ich sag, dann können wir mal eben drüber reden. Und er sagte dann mitten im Gespräch so, nö, ich muss jetzt meine Akkus machen und dreht sich um und geht halt einfach. Wo ich gesagt habe, liegt ja viel daran, dass wir das geklärt bekommen und irgendwie so, ja. Und dann haben wir uns halt dann im Laufe des Verarbeitens drüber ausgekotzt und an sich alles geklärt. Und ich habe ihm aber auch gesagt, dass ich da mit Hilbum drüber rede, weil dieses Respektlose mitten im Gespräch sich umdrehen und gehen und hintern. Aber hinter was denkst Rücken du denn, wenn du bist, dass man Respekt vor dir haben muss? Es geht um den allgemeinen Respekt, nicht um Respekt vor mir. Aber er war halt auch ziemlich patzig, hatte eine ziemlich große Klappe. Dann habe ich ihn nach dem Namen gefragt und er sagte, ja, das geht dich wohl gar nichts an. Ich dann gesagt habe, ich sag, hi, ich bin Flo, ich sag, und du bist. Und ich war halt die ganze Zeit relativ ruhig, bis er halt immer patziger wurde, ne? Mhm. Dann habe ich halt gesagt, ich sag, komm, ich sag, lass uns das doch bitte eben klären. Ich sag, ich hab keinen Bock, dass wir jetzt hier stehen und die Stimmung ist angeheizt oder so. Ich sag, lass uns das klären. Und dann meinte er halt, ja, ich bin zu dem frech, zu dem ich frech sein will, wenn hier irgend so ein Dulli vor mir steht. Wo ich gesagt habe, ja, wenn du das meinst, ist ja okay. Ich sag, aber dann hab zumindest den Respekt. Ich sag, wenn man dir schon anbietet, das zu klären, dann klär das doch bitte, statt dich mittendrin umzudrehen und zu gehen. Und dann noch hinterm Rücken zu sagen, so, ja, man kann mir ja eh nichts, weil ich arbeite beim Casino. Mhm. Gut. Der hat seinen Rüffel dafür bekommen. Ich meine, seine Geschichte hat immer zwei Seiten und am Ende des Tages stehe ich dann zwischen den Stühlen. Ich will nichtsdestotrotz, ich habe keine Ahnung, was da genau abgegangen ist. Ich kann mir auch ehrlich gesagt, selbst wenn ich mir zwei Seiten anhöre, keinen genauen Reim draus machen. Ich will nichtsdestotrotz, dass die Leute, die beim Casino arbeiten, anständig behandelt werden. Du, das mache ich und das weißt du auch. Ja, also ich glaube, ich bin der Letzte, der irgendeinen von den Casino-Leuten, wenn ich weiß, dass die da arbeiten, bin ich glaube ich der Letzte, der die irgendwie anfährt oder sonst irgendwas, ne? Aber wenn ich den schon frage, ob der irgendwo fürs Anfahren arbeitet... bin ich zuständig, frag mal Ronny. Ja. Naja, aber ich meine, du weißt selber, wie ich bin. So, und natürlich, klar, ich fahre gern mal schnell aus der Haut, so, aber ich bin dann halt auch der da steht und sagt, komm, lass uns das eben klären unter vier Augen, dann reden wir drüber und dann ist gut. So, und wenn er dann aber der Meinung ist, so, nö, habe ich nicht nötig und dreht sich um und geht, finde ich das halt schon so ein bisschen respektlos in der Allgemeinheit jetzt gesprochen, ne? Ich meine, das ist, als wenn ich sage zu dir so, nö, ich rede nicht mit dir, weil ich muss jetzt ganz dringend meine Akkus machen. Hm. So, und ich weiß, wie du reagieren würdest. Die Tasernadel würde ich dann, glaube ich, dreimal spüren. Ja? Mindestens. Okay, nee, dann ist der Drops für mich gelutscht. Ist alles in Ordnung? Okay. Der hat seinen Rüffel dafür auch gekriegt. Ja. Ja, ich habe Hübel auch gesagt, mir geht es noch nicht darum, ihn anzuscheißen, aber ich weiß halt auch, wie ihr mit dem Ansehen vom Casino nach außen hin seid. Ne? Ich habe einfach keinen Bock, dass mir sowas weiterhin zu Ohren kommt. Egal wie, egal von welcher Seite. Ja, wenn da noch was ist, habe ich Hübel auch gesagt, melde ich mich, aber. Ja, ich habe ja sonst auch nie Probleme mit euch, ja? Subi. Oha. Espa. Wie wäre das, wenn du mal ein bisschen langsamer hier fährst? Weißt du, was hier passieren kann, wenn man zu schnell hier reinheizt? Nee, was denn? Fährt man fast in eine Menschengruppe aus sechs Leuten und quetscht Ronny und den Oku-Typ zwischen dem Auto ein. Sag nicht, ist das passiert. Ja, wie kommst du denn da? Hä? Also ich bin der beste Autofahrer in ganz Los Santos. Wenn das wem passiert, dann noch nicht mir. Weißt du, wann du der beste Autofahrer von Los Santos bist? Hä? Wenn du dich kurz vor Fahrtbeginn auf dem Beifahrersitz sitzt, dann bist du der beste Fahrer von Los Santos. Ja, ich habe vielleicht zwei Verletzte und einen Arzt gerufen. Ich habe Ronny und den Oku-Typ zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und fast die Menschenmenge über den Haufen gemäht. Ach, der Scheiße. Der Menschenmenge ist nichts passiert. Sicher? Ja. Dann, wieso hast du einen Arzt gerufen? Da war, weil dem Oku-Typ und Ronny was passiert ist. Der Menschenmenge nicht. Ach so. Aber die habe ich, naja, mit dem Auto gegen das Auto geschoben.
Aha. Ich war ein bisschen schnell, dann habe ich Gas mit Bremse verwechselt, dann dachte ich, ja, kriege ich noch irgendwie hin, das habe ich, das, naja. Ja, hast du gut gemacht. Wie das nun mal so ist. Ja, nee, verständlich, verständlich. Bei euch alles cool? Ja, soweit schon. Gestern Tag auf der Couch geblieben nach dem ganzen Spektakel da, aber sonst... Ja, ich war ja, ja schon ein bisschen unangenehm. Ja, ja, natürlich unangenehm. Also... Aber ist alles in Ordnung, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich wollte eh nochmal mit dir sprechen, was das alles betrifft und wie das alles aussieht oder aussah jetzt die letzte Zeit. Ja, scheiße, sah das aus. Ja, das kannst du laut sagen. Also nicht nur für dich, sondern auch für mich. Weil das halt immer Leute waren, die eigentlich... Ja, schon ordentlich ausgesucht wurden und dann trotzdem solche Dinger passieren, bestätigt nur immer wieder, dass man Leuten halt immer nur vor den Kopf gucken kann und nicht in den Kopf, ne? Ja. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, entschuldige ich mich für. Keine Frage. Du, Christopher, brauchst du dich nicht für entschuldigen, sowas... Das hätte genauso dir das Genick brechen, oder euch das Genick brechen können, wie es mir das Genick brechen kann. Und dementsprechend will ich nicht sagen, dass ich daran schuld hat, aber ich entschuldige mich trotzdem dafür. Nehme ich so zur Kenntnis, aber mach dir da keinen Kopf. Es hätten nicht so viele Leute da drin stecken dürfen, einfach. Ich sag dir, wie es ist, ich bange im Moment ein bisschen um meinen Kopf. Nicht nur deswegen, sondern es sind gerade so ein paar Vorfälle einfach bei uns, die ich sehr komisch finde. Okay. Und es wissen zu viele Leute von dem Waffenhandel damals. Also ich meine, die Jungs haben es damals ja ein bisschen verkackt und ein bisschen große Scheiße gebaut, sodass das Ganze nicht nur bei euch bekannt war, sondern auch bei den Ballers. Mhm. Wir hatten ja die Razzia im Casino, ja, die wir ganz gut gekippt bekommen haben. Wir hatten die Aussage von dem Steven, dass ihr und wir mit dem Waffenhandel zu tun haben. Das Ganze habe ich ganz gut abschmettern können. Nichtsdestotrotz stehe ich damit natürlich irgendwie im Fokus der Cops. Denn die Cops können mir am Ende nichts anlasten. Aber ich sage dir, wie es ist. Ich glaube, die glauben mir kein einziges Wort. Ja. Erschwerend kam dann natürlich hinzu, dass wir eine Vierparteien-Krieg mit den Cops hatten. Wir haben die Cops so ziemlich auseinandergepflückt. Wir haben das Präsidium eingenommen und die aufs Ausbildungsgelände zurückgetrieben. Ja, man hörte davon. Deswegen waren die sehr stark abgefuckt auf meine Leute. So stark abgefuckt, dass der ein oder andere wohl die Treppe runtergetasert worden ist und dort stark beleidigt worden ist, wenn er das Polizeipräsidium betreten hat. Sehr gut. Und seitdem ist die Stimmung, nennen wir es, angespannt. Dann ist ja Milzen tot. Ich weiß nicht, ob die mich irgendwie dafür mitverantwortlich machen oder so, weil ich habe es auf jeden Fall einem von denen gesteckt. Okay. Dann hatte ich einen anderen Deal mit denen, wo ich Barnes wieder rausgeholt habe bei denen, nachdem der entführt worden ist. Mhm. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die mir da einfach so glauben, dass ich damit so gar nichts zu tun hatte. Naja, und seitdem ist das so, oder gerade seit der großen Schießerei ist das so, dass die Cops mir gerade nicht an die Karre pissen. Und das sind Kleinigkeiten, aber das ist sowas wie, ich parke meine Karre mitten vor dem Polizeipräsidium und kein Schwein sagt was. Ich taser mich mit ein paar anderen Leuten gegenüber vom Krankenhaus, während 4 oder 5 Streifenwagen auf der anderen Seite stehen und kein Schwanz macht was. Mhm. Ja, ich habe fast den Bürgermeister umgebracht und es hat sich niemand bei mir gemeldet von den Cops. Ich habe mir einen der obersten Mediziner, weil ich einen schlechten Tag hatte und der ein bisschen frech war, habe ich mir den genommen und habe dem in den Lauf von der Waffe gucken lassen und hat mir gesagt, dass er gefälligst die Fresse halten soll, während noch andere Mediziner dabei gewesen sind und das Ganze mitbekommen haben. Und auf mich ist nichts zurückgekommen. Ich sag dir, was ich glaube. Wir sammeln und sammeln und sammeln und sammeln. Ich glaube, die haben die Fresse dick vom Casino. Ja. Ich glaube, wenn die mich für jeden einzelnen dieser Punkte anklagen würden, wissen die ganz genau, ich habe Steinfeld im Rücken, ich habe meine Leute im Rücken und so weiter und so fort. Ich habe überall meine Leute sitzen, die am Ende des Tages Befürworter von mir sind. Und wenn die mich für jeden einzelnen Punkt anklagen, wissen die, ich werde mich daraus wenden. Wie ein Aal. Ja, und deswegen, wie ich schon gesagt habe, kann ich mir gut vorstellen, dass die einfach sammeln, 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 bis das einfach irgendwann so viel ist, dass und dann das gar nicht mehr da rauskommt. Knallen die mir das nämlich richtig um die Ohren, ja. Und dann kann der Aal sich winden und winden und winden, aber der Aal ist in einem Eimer. Und wenn der Aal in einem Eimer ist, wo rundherum Scheiße ist,
ist der einzige Ausweg für den Aal scheiße. Ja. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen, ich weiß nicht, ob paranoid das richtige Wort ist, aber die... Du musst einfach übervorsichtig sein. Jetzt, ich muss gerade übervorsichtig sein, weil das, was die Cops da gerade mit mir machen oder eben halt nicht machen, das stinkt gewaltig. Das stinkt komplett. Du stehst nicht mit drei Leuten, während auf der anderen Seite acht Bullen stehen, stehst da und taserst dich aus Spaß einfach in der Gegend herum und keiner macht was. Ah, ich weiß, wie sich das anfühlt. Diese Ruhe vor dem Sturm, weißt du? Du weißt, wie abgefuckt die sind, wenn man bei denen vor der Hütte parkt. Ja, natürlich. Du bringst nicht fast den Bürgermeister um, der liegt auf dem Boden, weil er einen Herzinfarkt hat und du taserst nochmal drauf. Das würden die dir als allererstes als versuchten Mord auslegen. Wollte es gerade sagen. Ich glaube, uns könnte da was um die Ohren fliegen und deswegen, ja, will ich da gerade viel meine Finger aus Scheiße rauslassen. Das, ja, ich verstehe das. Wir wollten ja eigentlich auch die Abu Nazars umbringen. Ja, da hat ja anscheinend, also Mutamba hatte mir das sogar erzählt, dass die umgebracht haben, beziehungsweise wollten, ja, aber dann nicht ganz so geklappt hatte. Mehr, ja, das hat an vieler Stelle nicht ganz so geklappt. Jetzt sind die im Krieg gegen die Abu Nazars und haben da irgendwie Clankrieg untereinander. Und ja, okay. Wir haben die Wasahans ausgestattet, um da ein bisschen mithalten zu können. Haben denen gestern 6 Kamachos und ein paar Waffen vorbeigebracht. Okay. Nicht, weil wir so ein tolles Verhältnis mit den Wasahans haben, aber weil sich unser Abu Nazar-Problem damit von alleine löst. Ja, das ist clever. Weil also, wir gerade in irgendwas drin, was uns um die Ohren fliegen kann, die Cops müssen davon nur, also ich sag, wir sind gerade in der Ruhe vorm Sturm. Du kannst mir sagen, was du willst, die anderen Leute, die sehen das anders, die sagen, nein, das macht dir nichts im Kopf und so weiter, das ist alles gut und wir können weitermachen wie immer, aber für mich sind das zu viele Zufälle und ich kenne die Cops nicht erst seit gestern. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Die lassen sich Ruhe das vor dem Sturm. Die lassen sich das nicht entgehen, wenn die mir an die Karre pissen können. Ich habe denen die letzten Jahre so sehr an die Karre gepisst. Und ich bin immer mit dem Grinsen in der Fresse, als wenn ich eine Banane quer gefuttert hätte, bin ich ins Polizeipräsidium reingelaufen, weil ich genau wusste, ihr kleinen Lutscher, wisst alle, dass ich Dreck am Stecken habe, aber keiner von euch kann was gegen mich machen. Ja. Und das geht denen so hart auf den Sack, nicht erst seit gestern, seit Jahren jetzt. Das geht denen so hart auf die Eier, dass sie sich nur die Hände reiben, um mich fallen zu sehen. Oder um irgendwas gegen mich machen zu können. Und dass dann da jetzt nichts kommt, Kasper, ganz ehrlich, das ist kein Zufall. Das ist kein verfickter Zufall. Ich verstehe dein Denken. Also, ich weiß ja auch, wie der Hase läuft, dass die halt... Die haben sich schon das Lätzchen umgebunden und warten nur auf den Tag, bis sie endlich am Die haben schon Gabel und Messer in der Hand. Ja, richtig. Ja. So, und warten nur, bis das kleine bisschen noch da ist, das hat fast zum Überlaufen bringt. Mhm. Und die Anklage, die ich dann kriege, die beinhaltet all das. Wetten wir? Ja, safe. Ich würde ein fucking Casino darauf verwetten. Ja, glaube ich. Lass mal kurz gucken, wie es Ronny geht. Was macht die Quetschwunde? Ronny. Ronny? Bist du noch? Jetzt, oder was? Ronny. Ronny! Ja, schrei mich doch nicht so an! Ich war mir nicht sicher, ob du bewusstlos bist. Ich hab nur kurz die Augen ausgeruht. Die Augen ausgeruht? Ich will nicht, dass du hier umkippst. Fahren die jetzt mit dem ins Krankenhaus? Saß sie gerade in meinem Mercedes? Mhm. Ich glaube, die hat sich vertan, weil du so dicht daran geparkt hast. Ich glaube, die kann froh sein, dass ich dir eben keine Kugel zwischen die Augen gegeben habe. Wieso? Das war die mit der großen Klappe, ne? Ja, ich glaube schon. Wer bist du eigentlich? Ich bin Greg. Ich bin eigentlich wegen Manjit und Jax hier, aber wir sind jetzt weg. Wegen wem? Den du angefahren hast mit mir. Warte mal, wie heißt der Jax weiter? Silver Gray? Ist das der sich als Bürgermeister aufgestellt hat? Ja. Ja, dann kann er sich schon mal dran gewöhnen, Schmerzen zu haben. Ich hab den gewählt sogar. Apropos ist Schmerzen. Ist gerade Wahlphase oder was? Ja, ich hab den Jax gewählt. Ja. Okay. Gehen wir mal dahin.
Hätte ich das gewusst, hätte ich mir den gerade mal auf Seite genommen. Ist aber nicht der, den ich versehentlich angefahren habe, sondern ich habe den Okku angefahren, ne? Okku. Manjeet war das? Ja. Und ja, Okku. Ja. Ronny, dann ist noch nichts mit Karol sauber machen, oder? Ja, doch, so schlimm hat es mich nicht erwischt, ey. Ey, ich kann froh sein, dass ich meine Stuntman-Ausbildung schon ein bisschen angefangen hatte. Sonst hätte ich mich nie. Sonst hätte ich mich nie so abgerollt. Deine Stuntman-Ausbildung war super. Wie lange ging die? Ein Tag? Ja, ey, ich bin durch die Scheibe durch. Zweimal. Ey, perfekt abgerollt. Weißt du das nicht, Kasper? Nee. Wir haben einen Actionfilm mit Ronny gedreht. Kennst du die Scheiben am Azteca's Palace, die du dir hast bauen lassen? Ja, die waren zwischendurch kaputt. Ah, doch, klar. Man hörte doch. Das war schon ewig her. Doch. Das war deine Stunt. Okay, krass. Ja, hast du aber viel gelernt. Was ist denn mit den Medizinern? Kommen die oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich gehe mal lieber einen Schritt. Auf mich sind die nicht so gut zu sprechen. Ich weiß auch nicht warum. Ja, Ronny, dann. Ja, ich lasse dir mal auch mal ein bisschen Platz hier. Mahlzeit. Oh, scheiße, ich habe noch nicht. Ja, die Mediziner sind hier. Grüßen Sie sich. Achso, okay, gut. Ja, dann schauen wir mal. Ich kommuniziere das mal durch. Ich bin quasi über eine Haube geflogen. Oh nein. Das geht ab. Schienbein. Das gibt bestimmt Schorf am Bein. Wie geht's dem Auto? Sag mal, sind Sie Arzt oder Mechaniker? Beides. Ich glaube, es geht los. Okay. Ihrem Schienbein geht's nicht gut. Okay, dann gucken wir mal. Sag mal, kann einer mal einen anderen Arzt rufen? Ich weiß nicht, ob ich gleich eine Felge als Bein habe. Also, mach's gut. Nee, eine Felge kriegen sie nicht. Kriegen sie da nicht. Gucken wir mal. Können sie das Bein denn noch so weit bewegen oder ist es wirklich nur das Schienbein? Alles in Ordnung? Ey, so weit geht. Ja, ein bisschen geht. Lass mal hier rübergehen, Tiefe. Da ist Luis. Nee, also die anderen sind, glaube ich, selber ins Krankenhaus gefahren, weil sie so lange gebraucht haben. Wie soll eine Beine verabnehmen? Sind wir so ein Holzbein oder mal? Ja, so nix Holzbein. Dann hört man zumindest immer, wenn du kommst. Mal immer klack, klack, klack. Aus. Setzen Sie sich mal wieder hin. Ja. Aber langsam. Nicht, dass ich helfe Ihnen. Nicht, dass der Klappstuhl einbricht. Ach. Ich glaube, da brauchen Sie noch ein paar Pfunde mehr. Du bist ein Lauch, Ronny. Das passiert nicht. Was soll das denn schon wieder heißen? Weil du schmal bist. So. Dann gucken wir mal. Ich werde das jetzt erstmal ein bisschen reinigen hier, ne? Ja, sehe ich. Hier. So. Und. Nochmal jetzt ein Desinfektionsmittel. Achtung, das brennt jetzt ein bisschen. Ja. Sind Sie eher der Schrei? Das haben die gefühlt für alles dabei, alles gut. Du kannst Krebs haben und die desinfizieren dich erstmal. Angenehm. Das gibt dermaßen Schorf, ey, dann juckt das wieder so. Und der Klebeband wird die dabei haben immer. Ich mach ihnen da ein vernünftiges Pflaster drüber. Das ist nicht ganz so. Oh, pass auf, Klebeband wird abgerollt gleich. Ich auch eins mit Autos. Moment. Also sonst zerschneide ich Autos immer bei der Feuerwehr, aber Pflaster mit Autos, Also hier habe ich was mit Mercedes. Nee, ich sehe aus wie ein Taxifahrer oder was? Ja, das, geben Sie mir das. Der Japaner, ist drauf damit. Okay, ich brauche
Moment. Das soll ja auch gerade sein. So, jetzt mal Geodreieck an. So. Oh, und der Klebeband drum. Und schon ist es dran, das Laster. Wenn der jetzt sagt, er hat Kopfschmerzen, dann desinfiziert er dem die Fresse und klebt ihn danach ab. Oh, sicher. Ey, wenigstens kann ich schon. Das Problem ist, im Gesicht nutzen sie immer die halbe Flasche. Gucken wir uns mal die Garde so ein bisschen an. Da zwickt auch nichts, ne? Na, guck mal, noch ein Krankenwagen für Ronnys Schürfwunde. Doppelt das besser. Sonst, wie sieht das so mit weiteren Schmerzen aus im Schulterbereich? Sitzt du da am beraufen Bein oder ist das einfach nur das Schienbein? Okay. Nee, ich hab mich astrein abgeholt, ey, das war Gerrit. Wo ist eine andere Verletzung? Keine Ahnung. Nee, ich glaub, die sind selber schon so in Krankenhaus gefahren. Stuntman-Rolle. Oha. Okay, das müssen sie mir mal irgendwann beibringen, dass ich das auch machen kann. Ja, dann müssen wir nur zum Aztecas Palace, dann kann ich ihnen zeigen, wie das geht. Okay, machen wir. Sind Sie sicher? Also. Der Bad, das macht dein Kameramann. Ich stelle die Kameras wieder auf. Das ist gar kein Problem. Also, wenn Sie die Stuntman-Schule besuchen wollen. Oh, ich weiß nicht, ob ich dafür schon zu alt bin. Das war Ihr Vorschlag. Ey, für sowas ist man nie zu alt. Ich wollte so eine Stuntman, so eine Judo-Rolle lernen, aber nicht gleich eine ganze Stunt-Schule. Ey, das ist ein Sprung, vielleicht auch zwei. Beim ersten ist so quasi testen, beim zweiten müssen sie sich dann gescheit abrollen. Aha. Lukas, was sagst du dazu? Krieg ich das an? Ne, brechen eher unwahrscheinlich. Wenn sie noch ein bisschen leiser sprechen, dann versteht auch daneben ihnen nichts mehr. Dann soll ja, ich okay. Das vielleicht lassen. Ja, aber ich denke mal, das ist hier alles wieder in Ordnung, oder haben sie noch irgendwelche Nee, es gab noch einen Verletzten, aber der ist weggefahren. Ja, den haben sie ins Krankenhaus gebracht. Ja, ich bin halt schon im gewissen Alter, ich brauche halt ein bisschen länger hier runter, ne? Ja, ihr Kollege ist ja jetzt auch noch aufgetaucht, warum auch immer. Wie alt sind sie denn? Der wollte das Holzbein bringen. So alt noch nicht, also älter als der Altersdurchschnitt hier im Kreis wahrscheinlich mit 56. 56? Ja. Also nicht so alt, aber... Mahlzeit, Mann, du was heißt nicht so, das 56 ist schon ein stolzes Alter, da haben wir schon Schrumpelklöten. Oh, das glaube ich nicht so. Wie ist das eigentlich mit Hyaluroncreme bei Schrumpelklöten? Also jetzt mal die Frage an den Mediziner, bringt das was, oder... Also, ich glaube, da kennt sich mein Kollege besser mit aus. Mit Schrumpelklöten oder mit Hyaluroncreme? Mit der Creme. Also, sehen Sie sich mal die glatte Haut an von meinem Kollegen. Ja, gut, tatsächlich, aber der scheint doch noch ein bisschen jünger zu sein als Sie, ne? So, ja, das stimmt. Also, gefühlt, das ist unser Jüngster, gefühlt, ne? Könnte er Ihr Enkel sein. Enkel, das geht schon fast zu weit. So, ich glaube, wir müssen weiter. Ich wünsche Ihnen angenehm. Ja, alles wegen klar. Der Wartezeit und schönen Abend noch. Ne? Ja, schönen Abend. Gräbt er sich jetzt die Eier ein oder nicht? Keine Ahnung. Nee, der andere gräbt die Eier. Was denn für ein Angebot? Irgendwie will ich überhaupt da nicht drüber nachdenken. Ey, kann man... Oh, ja. Ja gut. Wenn Ronny mir jetzt noch die Karre einmal sauber macht, dann können wir gleich eigentlich schon wieder los. Ich meine, da klebt ein bisschen Mensch dran. Versehentlich. Wer war denn der Mädel eben gerade eigentlich? Kannte die eine? Welches von denen? Die mit der dicken Fresse. Habe ich tatsächlich nicht drauf geachtet. Die mit den weißen Haaren. Müsste Silver gewesen sein. Silver? Hat die auch einen richtigen Namen oder nur aus dem Kinofilm? Ich kenne sie nur unter Silver. Okay, komm mit auf die Liste. Silver. Ist sie die Frau von diesem Jax oder was? Nee. Dürfte Silver Aino heißen.
Die heißt tatsächlich Silver. So wie Silver Surfer, nur ohne Brett. So. Ronny. Ja, bitte. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Ja. Kannst du mir die Karre noch einmal wieder frisch machen? Da ist ein bisschen Mensch dran. Ja, wie konnte das denn schon wieder passieren? Ja, wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Ich bin angefahren. Ich hatte natürlich nicht die Intention, irgendwelche Leute umzufahren. Ich habe Gas mit Bremse verwechselt, habe gesagt, oh fuck, das kriege ich noch irgendwie hin. Dann habe ich einen Lenker, wollte ich nach links, rechts, keine Ahnung, wusste ich auch nicht mehr. Und dann hatte ich da zwei Leute dran kleben. Ey, weißt du, wie man Absicht. Ey, weißt du, wie man das nennt? Versucht quer zu fahren. Ey, Konterschwung, Talent verloren, eingeschlagen. Oh Gott. Ey, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Ronny, jetzt bist du wieder wach, ne? Ich habe mal eine kurze andere Frage. Komm mal bitte ganz kurz mit, Meter, Ronny. Ja. Was ist denn? Ronny, wir kennen uns ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Das ist wohl wahr. Ich hab mal eine lange Zeit, da hast du für mich gearbeitet. Das ist auch wahr. Ich gebe dir jetzt einen Namen und du sagst mir, ob der dir irgendwas sagt, okay? Ja. Der ist nämlich schon eine ganze Weile her. Tim Mister. Tim Mister? Ja. M-Y-S-T-E-R. Ich hab einen Tim gespeichert. Ja, ich aber auch. Ich hab den unter einen Unfall gespeichert. Hm. Aber Tim Parker habe ich da stehen. Ja. Also ich denke mal, das war der Nachname. Und der Name Tim Mister, der sagt dir gar nichts. Ey, nee, auf so Anhieb nix. Okay, alles klar. Aber wenn ich was mitkriege, kann ich ja nochmal mich melden. Ja, aber hör dich nicht so offensichtlich danach um. Nee, umhören werde ich mich nicht. Achso, ich brauche einen Schlüssel, damit ich alles fertig machen kann. Ich kann dir den Auto reinfahren. Nee, ich muss erst hier vorne, ich muss erstmal alles wegmachen mit dem Hochdruckreiniger. Schlüssel kriegen sie weder, keine Sorge. Ja, ich komme ja ohne die Karre hier nicht weg, Ronny. Nee, ich fahr doch nicht weg, ich bleib doch hier. Warte, ich suche einen Schlüssel. Ich will doch nicht wegfahren. Super, ich mach das eben. Wir haben zur Not auch noch ein Auto hier, ne? Wo? Der Camacho da hinten. Charles gerade eben mitgekommen. Was da? Was ist denn jetzt dem seine Aufgabe eigentlich? Witziger wäre gewesen, wenn ich versehentlich den Bürgermeister angefahren hätte. Also den Zug. Was wollen die denn hier? Ich weiß gar nicht, warum ich meine Autos nicht häufiger hier hinbringe. Weil sie Hillblum haben? Ich wollte gerade sagen, macht Hilbum das nicht eigentlich? Und jetzt fahren die Bullen wieder weg. Mhm. Das war aber ohne Schaum, Ronny! Du kannst den doch nicht nur mit dem Hochdruckreiniger sauber machen. Was ist denn mit Waschmittel? Hey, jetzt beruhigen Sie sich schon mal. Der Rest kommt doch jetzt noch. Ach so. Aussaugen auch, wa? Aussaugen wahrscheinlich wieder auch, drin, ja. Ja, wieder drin genascht wegen großen. Kekse. Na super. Wo ist Kesper? Da hinten. Könnten ein paar Krümel drin liegen. Kesper! Kesper! Was denn?
Fahr mal deinen Schlitten da weg! Sauchst du den noch raus? Ich hab jetzt erstmal noch andere Kundschaft. Du kannst dich da vorne hinstellen, dann bist du irgendwann dran. Okay, 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 du Zicke. Das ist im Übrigen auch kein Parkplatz, ne? Da ist ein Garagentor. Gehört, du bist, ich bin ja hier nur aus dem Auto raus, weil ich gehört habe, du bist in. Es war ein Unfall und so. Und dann bin ich ja, ne? Erste Hilfe, aber ich wusste ja hier, du wirst schon versorgt. Hallo, ja, Luis. Schon klar. Hallo. Bonnie. Ja, bitte. Was klingst du, wie du auf das Schild hinweisen. Ja. Ich bin noch ein bisschen müde. Achso, ich hab gedacht, der wird passiert. So, ja, wollen wir mal. Alles gut. Ich hab gerade fast den nächsten Bürgermeister umgebracht. Das heißt, Kino Jones. Na, der, den ich gewählt habe, den Jax. Ich bin bei Ronny zur Halle gefahren, hab irgendwie Gas mit Bremse verwechselt, Lenkrad so links, rechts, wusste nicht, wie drehen und hab Ronny und den Oku-Typ, habe ich zwischen zwei Fahrzeugen eingequetscht. Mediziner hier und so weiter. Dann war so eine Silver noch der Meinung, die Frisse aufzureißen. Hab mir kurz überlegt, ob ich die einfach erschieße, aber hab mich dann dagegen entschieden. Hab gedacht, nee, ich habe heute einen guten Tag, guck mal, die Sonne scheint, ja, der Anzug sitzt heute gut. Ich fühle mich heute gut, hab ich gedacht, nee, komm, ich kann die nicht erschießen jetzt, das ist... Ey, und dann sind die einfach weggefahren. Und der eine Typ, der halt dabei gewesen ist, ist der Typ, den ich gestern als Bürgermeister gewählt habe. Ach so. Jax, irgendwas. Ja, danke, dass du da warst. Ja, bis demnächst. Ich melde mich. Ja. Ja, ciao, ciao. Jetzt allerdings, wo ich weiß, dass dieser Jax-Typ mit dem Oku-Typ chillt, weiß ich nicht, ob ich den noch für einen geeigneten Bürgermeister halte. Nee, ich hab dir gesagt, warte nochmal kurz. Ja, dir auch, danke fürs... Ja, okay, mach's gut, ciao, ciao. Ich hab dir gestern gesagt, nimm Leslie. Warte mal kurz. Ja? Nimm dir das ruhig mit. Ich bin am Telefonieren. Ja, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Okay. Ja, ich geb dem deine Telefon... Okay, ciao. Ja, ich muss hier weg. Ja, komm zu Ronnys Halle. Aber das mit dem... Was für Ronnys Halle? Wo ist das? Unten am Hafen. So. Da, wo mein Autohandel war. Ach so, da, warte mal kurz. Ja? Ja? Ja, ich bin schon mal weg. Ruf dir ein Taxi, hau rein, ich muss los. Boah. Da, wo mein Autohandel war, aber hinten durch, an der Halle. Mhm. Ja, was gab es gleich? Willst du nicht wissen, was bei uns abging? Nein, ich will nicht wissen, was bei euch abging. Bis gleich. Ja, ciao. Was haltet ihr von Leslie Cheng als Bürgermeister? Nach der Werbung, die er gestern gemacht hat, bitte nicht, nee. Wieso, was hat er gemacht? Ja, wenn ihr länger im Bett wollt, dann wählt Leslie Cheng, der stellt die besseren Sextabletten her und keine Ahnung was, ne? Ja. Hast du eine Nummer von dem Cheng? Hab ich tatsächlich. Wunder mich nicht, du bist ja die laufende Meeting Point. Hat alles Vor- und Nachteile, Ryan, das weißt du doch. Mhm. 776. Mhm. 16. Mhm. 30. Mhm. 6-9. Er hat gestern Nacht mit Johnny Laser unterwegs und hat hier ordentlich die Werbeltrommel gerührt. Das ist doch der bekloppte Tönnis mit den komischen Weibern da, ne? Ja. Naja, macht er nicht jetzt mittlerweile das Unicorn irgendwie? Mhm. Ja, wir reden gleich mal mit dem. Mal gucken, vielleicht nehmen wir doch Leslie Cheng als Bürgermeister. Auftragen, polieren. Thank you.
Ronny? Ja, was denn? Ich hab mal eine Frage. Was denn? Du polierst mir gerade die Karre, ne? Ja. Da wird aber nicht aus matt gleich glänzend, oder? Nee, das ist Mattpolitur. Das ist quasi wie eine Versiegelung für die Folie. Okay, gut. Ich wollte halt nur wissen, nicht, dass das gleich glänzt und andere Leute blind werden, wenn du das fertig hast. Nee, nee, das ist hallo, quasi, Louis. Jetzt hab ich... Hallo. Grüß dich, Louis. Ey, hallo, Ronny. Ey, das hab ich quasi entwickelt dafür. Hast du die ganzen Typen aus dem Haus geworfen, ne? Ja, ja. Du hast da noch was am Mund. Hast du Joghurt gegessen, Louis? Ja, ja. Ihr hättet alle vorbeikommen können. Nee. Aber ihr wolltet ja nicht. Joghurt ist nicht so meins. Ja, ja. Hey, Ryan. Ja? Ich weiß nicht woher, aber Alessio besorgt immer das beste Koks. Ey, ich glaube, der hat da irgendwo gebunkert. Der hat tatsächlich 2 Kilo Koks gestern Abend da rausgeholt. 2 Kilo? Mhm. Und du sitzt mal. Noch. Was? Nicht mehr ganz im Besitz. Das letzte Mal saugen ist ein bisschen her bei dem Hobel, wa? Ja, das hat Louis oder von dem Auto gehört. Ey, da waren sogar Brotkrümel in dem Kofferraum. Ja, das hat vorhin. Der hat ab und zu mal im Kofferraum geschlafen. Weil. Willst du mal was sehen? Es kommt drauf an. Warte. Aber erzähl's gern. Guck mal hier. Guck mal, was Alessio gemacht hat. Yep. Vorsicht! Oh Gott. Wurde er gezwungen oder hat er das freiwillig gemacht? Ja gut. Man muss aber dazu sagen, er war schon unter 3 Nasen und 2 Flaschen Champagner. Ich dachte, der fährt die Karre jetzt raus, aber... Eben gucken, weil sie doch ein bisschen davor, den Camacho davor geballert sind. Ja. Ja, wollte ich jetzt mal kurz hochbocken und eben drunter gucken. Ich vertraue dir davon und ganz Ronny. Super. Ey, Entschuldigung, habt ihr ein Auto hier? Yes. Welchen? Camacho. Kann ich davon eventuell ein Foto machen? Ich hab da so eine Quitterseite. Hör auf, Leute zu verarschen. Luis, wie kann man nur so sein? Können Sie gleich nochmal zurückrufen, der Herr? In medizinischer Behandlung. Cool, danke, bis gleich. Das war eine Frage. Ich mach Fotos von Autos. Kann mir jemand den Schlüssel geben? Dann. Traust hallo, du dich nochmal aufzulegen, Cheng? Werde ich dich umbringen? Das ist ein fucking Kacke. Versprechen. Wer ist denn da? Das Butters. Ist unbekannt. Oh, ob das Herr unbekannt Butters. Ist oder nicht, legst du nochmal auf, schmeiß ich dich vom Casino und das, ja. Während du einen brennenden Kopf hast. Ja, Herr Butters, natürlich, natürlich. Wo bist du? Krankenhaus. Super, warte da. Oh, okay, danke. Nein, nein. Wir müssen mal kurz zum Krankenhaus. Kein Problem. Ja, achso, du hast ein Auto. Achso, nimmt einer ja, meinen Mercedes ich, mit? Das wäre. Ich bring dein Auto gleich mit, ja. Danke. Danke. Bezahlt mich? Das macht Flo! Der verdient durch seine Fotografien viel Geld! Brauch nichts verdienen, ich bin reich, Louis, danke! Bist du nicht? Ich wohl. Ich bin reich, du nicht. Ronny, ich lass dir den Koffer stehen. Ja, okay. Wenn du ja so reich bist, kannst du mir mein Pagani. Da ist neues Werkzeug drin. 2,5. Könnte ich, aber Pagani ist nicht so meins. Ich habe Angst, wenn man nah an Menschenmassen vorbeifährt, nachdem ich eben gerade 2 Leute zwischen 2 Autos eingequetscht habe. Ich muss mal ganz kurz Casper anrufen. Was hast? Wart ihr schon wählen? Nee, machen wir gleich. Ja, warte mal. Noch damit.
Warum? Wen willst du denn wählen? Ich hätte jetzt Leslie gewählt oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich will den aber gerade noch bedrohen. Naja, das ist im Krankenhaus. Eigentlich wollte ich ein paar Leute bestechen, diesen Jax zu wählen. Ja. Weil die anderen eigentlich eine Katastrophe sind. Aber nachdem ich jetzt eben gerade gesehen habe, dass der Jax mit dem Oku-Typ rumhängt. Oku. Ist ja auch eine Katastrophe. Ist ja auch, also alles, was ich da gerade als Bürgermeister aufgestellt habe, ist eine mittelschwere Katastrophe. Deswegen gehen wir jetzt nochmal zu dem Cheng und... Ja, der wollte auch nach seinem Krankenhausbesuch, wollte der hier hinkommen. Hier unten zu Ronny. Ich habe den quasi auch hinbestellt. Ja, jetzt habe ich ihm gesagt, der muss am Krankenhaus warten. Okay. Ja, schneid ihm nicht die Beine ab. Nee, der soll der Bürgermeister werden. Kann man auch ohne Beine. Okay, das heißt, du kannst ein paar Leute zusammentrommeln dafür später? Ja, logisch. Okay, alles klar. Gut, alles klar, dann bis gleich. Bis später. Hallo. Leslie, mein Freund, grüß dich. Was geht ab, Luis und Herr Batas? Herr Cheng. Die sehen heute wieder Frau, beide... Wie ist Ihr Name eigentlich? Tascha Weng ist mein Name. Wie? Weng? Ja, genau. Sie haben die beschissenste Frisur im Start, Frau Weng. Ah, danke, das kann ich nur zurückgeben. Frau Weng. Ja. Herr Cheng, Frau Weng, also kritikfähig Herr sind Sie ja nicht, ne? Habe ich nie behauptet, Frau Weng. Herr Batas, ja. Ihr Anzug steht Ihnen ausgezeichnet. Wir haben uns das mit Ihrer Bürgermeistergeschichte nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Okay, ja. Und ich bin sehr skeptisch. Ja, sehr skeptisch. Aber in Louis haben Sie einen Befürworter, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Wow, das ehrt mich. Mhm. Ich habe gehört, Ihr Wahlkampf ist eine mittelschwere Katastrophe. Ja, also... Ich hab jetzt zwar Bestechungsgelder so im Laufen, ne? Aha. Wie viel haben Sie denn dafür in die Hand genommen? $10. Also ich bin... $20,000. $20,000, Sie glauben, dass so Wahlkampf funktioniert? Nee, also Sie, ich... Sie glauben, dass Wahlkampf so funktioniert, dass sie irgendwas... Ich weiß nicht, was das hat mit irgendwelchen Sexpartys auf sich oder so? Was? Wie? Was? Ja. Was erzählt... man sich denn über mich? Sie haben mit Laser irgendwie eine Sexparty gemacht und dafür geworben oder irgendwas? Wow. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Okay, ist auch nur das, was mir erzählt worden ist. Das aber Ding ist, Herr Cheng, wir hätten die Möglichkeit, Sie zum Bürgermeister zu machen. Ja, die hätten wir. Das hört sich sehr gut an. Die Frage ist, wie läuft das ab, wenn Sie Bürgermeister sind? Und das sind meine Bedenken. Also... Da war ja gestern irgendwie drauf angesprochen mit Forschung und sowas, ne? Was geht ab? Wenn ihr sagt, was geforscht werden soll, ich erforsche das. Oder lasse das erforschen von Mitarbeitern in diesem Bürgermeisterhaus-Ding. Eigentlich ist es mir das scheißegal. Ja gut, mir sind die Forschungssachen auch scheißegal. Passt aber doch. Warum wollen Sie Bürgermeister sein? Ich will Bürgermeister sein, um... Naja, so ein bisschen, na, wissen Sie, ich habe da ja so ein paar Vorhaben im Sinne Gesetzesänderungen, so ein bisschen Strafen der kleinkriminellen Dinge runtermachen. Sie glauben, dass das als Bürgermeister in Ihrem Einflussbereich liegen könnte? Ja, man kann ja so ein bisschen mit Justiz verhandeln. Und ansonsten bin ich natürlich immer darüber offen, was Sie gerne möchten, Sie dabei zu unterstützen. Okay, ich frage die mir nicht Honig ums Maul schmiert. Frau Weng. Ja, bitte. Warum will der Vogel Bürgermeister sein? Für den Flex. Danke, Tascha. Okay. Vielen Dank. Ja, so kann man es auch. Offen und ehrlich, Leslie. Ja, für den. Ja, okay. Ja, es ist der Flex. Gut. Du musst genauso flexen, wie als würde dir da das Unicorn gehören, was es nicht tut. Wenn das dafür ist, ist mir das sogar noch deutlich lieber. Ryan. Mir, was? Nur um jetzt die Frage jetzt hier mal kurz zu klären. Hä? Wem hat vor dem jetzigen Käufer das Unicorn gehört? Dir. Danke. Wir haben das verkauft, richtig? Ja. Aber nicht an Leslie, oder? Nein. Gut. Dann ist wurde das geklärt. Es jetzt an Leslie verkauft. Nein, wurde es nicht, weil dann wäre es wieder in meine Hände zurückgegangen, Schnucki. Ah, So ist es vertraglich geregelt, Schnucki. Ah, auch Schnucki, ja. Mhm. Hast du Papiere für die Kiste? Nein. Für die Unicorn-Kiste? Ja. Also offizielle Papiere habe ich dafür nicht unbedingt für, ne?
Falls nein, Louis, töte den, dem es wohl gehört hat. Mach ich. Gut. Dann ist aber jemand aus eurem Freundeskreis Single. Darum ja. Geht's jetzt aber auch gerade gar nicht. Ja. Also, ja. Für den Flex. Für den Flex, ja. Warum kannst du nicht so ehrlich sein wie Frau Weng? Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, sie sind so große Geschäftsleute und wollen da jetzt bestimmt irgendwie von mir hören, ja, ich dies, das, so richtig ausgeklügelt alles, aber die Wahrheit ist, ich mache eigentlich alles für den Flex. Das Unicorn ist für den Flex, die Tankstelle ist für den Flex. Leslie, uns geht es einfach nur darum, dass wir dir was sagen können. Ich will keine Steuern bezahlen. Steuern bleiben auf Null. Wenn Steuern erhoben sind und wir sorgen dafür, dass du Bürgermeister wirst, kriegen wir ein ziemliches Problem miteinander. Augenblick. Hallo, Alessio. Ja. Hola, was geht? Wir sind im Krankenhaus. Sie, alles klar, ich komme zu dem Krankenhaus. Frag mal, ob der ist fahren kann. alles andere. In was die Gelder gehen für Forschung oder, das ist mir schnurzpiep egal. Das Einzige, wo es mich interessiert, wenn wir eine größere Summe Geld in die Staatskasse legen, dann werden wir auf sie zukommen und werden ihnen sagen, wofür die eingesetzt wird. Natürlich, da bin ich, ja. Na, wiederum können sie sich damit auf die Brust trommeln und sagen, hey, in meiner Amtszeit wurde so und so viel Geld eingesetzt für die und die Forschung. Für den Flex. Das hört sich... Für den Flex würden wir ihnen auch das Bürgermeisterbüro dann zur Verfügung stellen. Dem aktuellen Bürgermeister haben wir es nicht gegeben, weil der Typ ein Idiot ist. Doch, haben wir. Haben wir? Ja. Scheiße. Warum? Egal, kann man sich bei dem wiederholen. Weil du das gesagt hast. Ja, aber du warst doch gar nicht da. Doch. Als ich... Doch. War ich. Wer hatte denn die Papiere? Du oder nicht? Ja. Ach, Kacke. Das hört sich sehr gut an. Bürgermeisterbüro, ja. Ja, wenn ihr denn auf mich zukommt. Bezüglich des Büros müssen Sie dann mit dem aktuellen, also dem letzten Bürgermeister, dem komischen. Wie heißt der? Brüderle. Brüderle, ja. Oder so. Bereiten Sie sich auf ein sehr langes Gespräch vor, der redet sehr langsam. Ja, ich hab den. Brüderle, das musst du dir einmal merken. Ansonsten, okay. Sie sollten gucken, dass Sie. Ihr Name ist sehr negativ in aller Munde. Sehen Sie. Ja. Ziehen Sie den Bereich und den Job des Bürgermeisters nicht durch den Dreck. Das werde ich nicht. Ich war auch bereits schon seit einiger längerer Zeit nicht mehr im Gefängnis. Also, ich bin zwar ein Befürworter für Leslie, aber nachdem er Bürgermeister war, ist dieses Amt in den Schmutz gezogen. Es war Wasan schon Bürgermeister, oder? Ja. Aber Wasan hat das eigentlich recht gut gemacht. Kaum zu glauben. Aber und ich werde das auch sehr gut hinkriegen. Frau Weng, wird er das gut hinkriegen? Ich glaube, er wird diesen Posten nochmal ganz neu interpretieren, erfinden. Erfinden, ja. Ja, genau. Und zwar mit bestem Wissen und Wissen, so wie Sie das wahrscheinlich möchten. Ja. Warum erzählen Sie mir jetzt Scheiße? Sie waren nur ebenso grundehrlich. Hola. Naja, ich glaube tatsächlich, dass es so sein wird. Hallo, Lisa. Hey. Hallo. Okay, das heißt, Ihre Aufgabe als Bürgermeister wird es der Justiz... Wird es sein, der Justiz so lange auf den Sack zu gehen, weil sie hoffen, dass sie irgendwelche Gesetze ändern können, die Steuern bleiben unten und wenn wir ihnen Geld in die Hand drücken, forschen sie für das, was wir ihnen sagen, dass sie forschen sollen? Ja. Herr Schengen, genau. Ich sag schon mal herzlichen Glückwunsch, wir machen Sie zum Bürgermeister. Vielen Dank. Moment. Herzlichen Glückwunsch, Les. Danke, Luis. Danke, Herr Butters. Und wie hießen Sie nochmal in der Mitte? Jo. Ja, das Gespräch ist durch. So. Gib mal bitte gleich alle Schengen wählen. Alles klar, okay. Super. Bescheid, machen danke. Mal rein. Okay, vielen Dank. Ja, das freut mich. Augenblick. Hallo, guten Tag. Yo, sag mal, seid ihr gerade zahlreich da? Sag mal, schnapp dir mal deine. Könnt ihr mir alle einen Gefallen tun? Könnt ihr alle mal zum Bürgermeisterbüro fahren und Cheng wählen? Zum Bürgermeister? Cheng wählen? Ja, Leslie Cheng, nicht den Isaac Cheng. Ich bin mir. Nein, wenn du so fragst, bin ich mit. Ja, ich bin mir sicher. Könnt ihr bitte alle Cheng wählen? Na klar. Ja. Dankeschön. Ja, bis später. Tu mir den Gefallen. Ich weiß, es ist. Bitte. Das ist schwierig. Aber wird es einen Sinn haben, nehme ich mal an. Werde mich erkennen. Ja, wird sowas ähnliches wie einen Sinn haben. Na klar. Alles klar, danke dir. Alles klar, na klar. Bis später. Das sollte sich damit haben. Hab noch ein paar SMS geschrieben. Okay. Super.
Dann sollten Sie es trotz unseres Einflusses nicht schaffen, Bürgermeister zu werden. Ja. Ist Ihr Ruf im Staat schlechter, als ich dachte? Ja. Also, bisher haben wir es eigentlich bei jedem geschafft, wenn wir sagen, du wirst Bürgermeister, dann ist er auch Bürgermeister geworden. Wenn es allerdings, wenn du es nicht schaffst, dann Halleluja. Dann bist du wirklich weit unten. Verdammt, ich, es wird klappen, ich bin mir da ganz sicher. Mhm. Ich werde da auch mein Bestes zu geben und wenn es denn soweit ist und ihr denn gegebenenfalls irgendwas Spezielles geforscht haben wollt dann und Geld reinpackt, dann machen wir das. Kein Problem. Ja. Trommeln wir bitte alle zusammen Leslie Cheng wählen als Bürgermeister. Ist das jetzt ein Scherz oder meinst du das ernst? Nein, das ist kein Scherz, ich meine das ernst. Okay, ja gut, ich bringe die Jungs mit. Nicht fragen, einfach machen. Ob es eine gute Idee ist, sehen wir, wenn der Bürgermeister ist. Sache, die hier passiert. Ja, weiß ich Bescheid. Alles klar, bis gleich. Jo. Der Leslie hat damals halt Glück gehabt, so. Ja, damals? Ja. Bei was? Mich kennengelernt. Ah. Wow. Hm. Luis, wir haben noch nicht einmal Nummern getauscht, ich glaube. Du kriegst meine Nummer auch nicht. Okay. Cool, vielleicht schon, wenn Johnny die hat. Egal welcher Organisation ich sage, dass Leslie Cheng gewählt wird, die Freude ist nicht so groß. Nee. Aber die Jungs, die ich angerufen habe, auch nicht. Die sagten auch, oh Gott, Louis, warum? Mhm. Ja, also... Woran das wohl liegt? Ja, mögen ist einfach, ne? Aber das, im Nachhinein wird sich's bestimmt wie bei vielen Entscheidungen, die am Anfang vielleicht erst ein bisschen, sind so als gute herausstellen. Gut. Hier ist eben gerade ein Typ eingeliefert worden, der Oku-Typ. Kennt ihr den? Oku. Sie. Man nee. Nee, ich meine Cheng und Weng. Nee, sagt mir nichts. Ihr kennt den. Die Hose ist schwarz. Ja, gestern glaube ich gesehen. Ja, der hängt gerade mit einem mit zwei Ladies rum. Die eine heißt Silver. Der Typ, der dabei ist, der mit denen rumläuft. Das ist der Jax, der sich auch als Bürgermeister aufgestellt hat. Nur falls einer auf die Idee kommen würde, eventuell jemanden davon zu überzeugen, lieber keinen Wahlkampf mehr zu machen, ne? Ja, ich habe mir auch schon so ein, zwei weitere Nummern geklärt, wo noch was gemacht werden muss. Das solltest du nicht selber tun. Und auch nicht deine Freundin oder Freunde oder sowas. Alle, die mit dir in Kontakt stehen, sollten das nicht tun. Ich kenne welche, die machen das für ein bisschen Geld. So, Wahlkampfkasse ist ja noch was drin, ne? Wie viel Geld denn würde das denn kosten, sich darum zu kümmern? Also, ich kenne da halt jemanden von da, dem Bruder, dem sein Cousin. Ja, klar, ja. Die machen halt sowas. Also, die nehmen sich meist so 50 bis 100. Mhm. 1000. Mhm. Bitte was? Ja, na gut, dafür passiert aber auch dann was, ne? Ja. Gut, aber ja, also, ja, wir denken drüber nach. Wir denken drüber nach. Wir können dafür tritt derjenige dann von dem Amt zurück. Mhm. Ja, der will auch nichts mehr machen. Erfolgsquote liegt bei 100%. Ich sag mal so, aber wenn das Geld nicht da ist, dann ist es halt nicht da. Da kenne ich auch wiederum jemanden, der verleiht Kredite. Drei Stück stehen gerade schon vor euch. Luis, willst du die umbringen? Ja, wenn es sein muss. Also, du kannst ja deinen Bekannten Danke sagen, aber mit Geldlein, ja, wir haben da noch so andere Sachen, die wir bezahlen müssen. Ist ganz einfach, es gibt nur eine Regel. Alles ja. Entspannt. Du zahlst fristgerecht zurück oder du bist tot. Das war's. Mhm. Ja. Hat Stefano auch gemacht. Ja. So einfach geht's. Nicht viel Papierkram, nicht viel hier, nicht viel da. Ist die entspannteste und schnellste Alternative, sich mal gerade einen Kredit zu holen. Das stimmt. Ihr müsst nur fristgerecht bezahlen. Ihr sagt uns einen Zeitraum, der nicht länger als ein Monat ist und dann ist gut. Ein Monat länger nicht? Ina. Bei José war das immer entspannter, ne? Sag ja nur. Bei wem? Bei José? Ja, gut, ja. Ihr könnt natürlich auch zu anderen gehen, aber wir lassen euch natürlich dann auch in Ruhe, ne? Sollte die Zeit aber dann verstreichen, dann... Ja. Also, derzeit... Von 10.000 bis 5 Millionen, kein Problem. Frau Weng, kommen Sie mal ganz kurz zu mir, bitte. Weil ich dem Leslie nicht vertraue. Ja. Ein bisschen Wahlkampfmittel von uns.
Oha, danke schön. Mir ist es aber lieber, wenn Sie es verwalten. Das kann ich verstehen und das ist auch richtig so. Alles klar. Erzählen okay, Sie, also teilen Sie es dem vielleicht scheibchenweise aus dann. Naja, ich denke, man wird es dann jetzt in das Vorhaben investieren, was Sie gerade vorgeschlagen haben. Das, wie gesagt, das ist Ihre Sache. Ist ja so. Offiziell habe ich sowas auch nie vorgeschlagen. Nee, natürlich nicht. Das heißt, wenn wir dich anrufen und sagen, du musst jetzt das machen als Bürgermeister, dann solltest du das tun. Du solltest auch keine Scheiße bauen. Ja. Ansonsten, der Herr links neben mir mit der zurückgegelten Frisur. Hola. Hallo, ja. Ist Betonspezialist. Und das ist kein Scherz. Im Baugewerbe. Im Baugewerbe. So. Okay. Herr Cheng, Frau Weng, ich wünsche was. Haben Sie einen schönen Abend. Wünschen bis wir bald, Ihnen auch. Herr Bürgermeister. Ja, wünschen wir Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach, Frau. Warum, Ryan? Ich hab. Wer den ich gestern gewählt habe, habe ich eben fast umgebracht. War ein Versehen. Maschinengewehr in den Kopf geschossen, ne? Nein. Guck mal, ich bin eben gerade zu Ronny gefahren. Dann hab ich hab Gas mit Bremse verwechselt und hab gedacht, okay, ich reiß das Lenkrad noch rum, hat nicht geklappt, war irgendwie die falsche Richtung, bin fast in eine Menschenmenge reingefahren. Ja. Und hab einmal den Okko-Typ und Ronny zwischen zwei Autos eingeklemmt. Und als Kollege bei dem Okko-Typ dabei hing der, den ich gestern als Bürgermeister gewählt habe. Eine von den Ladies, so eine Silva, hatte noch eine dicke Schnauze, ich wollte erst eine riesen Welle machen, hab dann gedacht, na komm, lässt es heute mal bleiben, guter Tag, schönes Wetter. Was glaub, ist die ist mit einem von den Aztekas zusammen. Ja, weiß nicht. Ich wollte die erst erschießen, aber. Du hättest können und hast es nicht gemacht? Ja. Hast du Fieber, Ryan? Na, also ich bin schon hingegangen und hab gesagt, was hat hier jemand gesagt? Da war halt dann Totenstille, dachte ich mir. So, und dann war das Ding für mich aber auch durch. Also, okay. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht da, ne, unnötigerweise irgendwelche Leute provozieren. Nein, warum auch? Ich meine, warum sollte ich unnötigerweise Leute provozieren? Das macht ja keinen Sinn. Nein. Also ich meine, nur wenn die ihre Meinung äußert, die kann ja ihre Meinung äußern. Die akzeptieren wir natürlich auch. Weil Mensch, jeder hat seine Meinung. Ja, sicher. Ryan, da brauchst du uns doch nicht zu erzählen, Mensch. Sie. Danke an Homer J. Ich meine, die Weng hat auch eben gerade ihre Meinung über meine Frisur geäußert. Habe ich auch akzeptiert. Ja, hast du definitiv. Wer hat die Getäse? Ich glaube, das kam von weiter hinten, ne? Aber, Mensch! Tasern hin oder her, das also. Ja, Meinungen! Ich hab sie ja nicht erschossen. Alles gut. Meinungen. Ja. Ja. Wir akzeptieren das. Ja, genau. ja, und dann. Also, ich bin natürlich von dem Cheng auch nicht begeistert, aber da steht ein Haufen Idioten. Und der, den ich gestern gewählt habe, der chillt ganz Zeit mit dem Okko-Typ. Also, ne, wenn der jetzt sagt, okay, ich mache keine Steuern und ich mache als Bürgermeister, was ihr sagt, ist der vielleicht das geringste Übel. Und der will eigentlich den Posten als Bürgermeister nur, um zu flexen. Das heißt, alles andere, was der als Bürgermeister machen könnte, geht ihm 10 Meter am Arsch vorbei. Ja, gucken wir mal, ob das reicht. Bin ich mal gespannt. Ja, ich auch. No. Sehr gespannt. Ich sag, der wird's trotzdem nicht. Also jeden, den ich angerufen habe, war nicht begeistert, den zu wählen. See, und viele haben, glaube ich, auch schon gewählt. Und die Kind ist, glaube ich, schon in die Brunnen gefallen. Ne? Na, das glaube ich nicht. Wir können das schon noch beeinflussen. Ja, ein bisschen. Ja, aber ich glaube, es wird, wenn, dann sehr knapp. Also, ich glaube, größere Probleme hätte der, wenn, wenn dort irgendein wirklicher Gegner stehen würde. Dann wäre es schwieriger, glaube ich. Aber da stehen ja nur andere Idioten. So, weißt du, wenn der Miller sich gegen den aufgestellt hätte. Ja, dann wäre, ja, sie. Dann wird er es nicht schaffen, aber dadurch, dass da nur Idioten stehen, glaube ich, hat er gute Karten. Ich glaube, das könnte auch ziemlich lustig werden, wenn die gewinnen. Weiß ich nicht. Wir sollten aber. Ja, wobei ist nicht unser Problem. Ich habe überlegt, ob wir den Cops einen Hinweis geben, dass sie sich mit der Justiz vorher auseinandersetzen.
und eine Gesetzesstreichung durchbringen für das Bürgermeister. Also der Bürgermeister kann sich ja ein Büro in jeglicher öffentlichen Organisation. Das gibt es nicht mehr, seitdem nehmen. Es das Bürgermeisterbüro gibt. Sicher? Ja. Im Bürgermeistergesetz steht es noch drin? Nein. Doch. Schon lange nicht mehr. Doch. Laut Aussage Polizei, als ich Bürgermeister war, schon. Es ist schon über ein halbes Jahr nicht mehr drin. Ne? Zeig. Ich weiß noch nicht mal, wo ich auf die Gesetzesseite komme. Okay. Aber wenn mir das aktuelle Bürgermeister gesagt haben, dann glaube ich das schon. Weil wenn der Cheng nämlich ansonsten bei denen drin sitzt, dann bringt er auch seine ganzen Duli-Freunde mit. Mir ist doch scheißegal. Lass ihn doch einfach. Sie, warum? Die sollen mal ordentlich Theater machen. Ja, warum denn den Bürgermeister noch mehr beschneiden, als er schon ist? Weil es Leslie Cheng ist? Ist doch scheißegal. Ja, aber wenn Wasserhahn war auch schon Bürgermeister. Ich meine... Lass dem Jungen doch seinen Flex. Wir haben ja jetzt, die Intention dahinter ist ja, dass er das macht, was wir sagen. Und wenn er ihm was macht, was wir nicht wollen, sagen wir dem das und sonst hauen wir den in die Fresse ein, ganz einfach. Ja, das stimmt. See, also warum willst du jetzt großartig, und dann landet er mal für 2 Tage ins Krankenhaus. Danach weiß er schon, dass er das nicht mehr machen soll. Das ist so gut, wenn er letztes sagt, dann hauen wir dem einfach auf die Fresse. Plan B, See, Everlook, das ist nicht meine, aktuell, das ist Dulli, Leute. Das ist für, ist halt nur das ist für Classic, das ist nicht der richtige WoW-Befehl. Das stimmt. Okay. Was ist mit den Jungs hinter uns? Sind die schon wählen gewesen? Ja, ja. Okay. Was macht die Front? Keine Ahnung. Ich habe noch nichts gehört. Unser Krieg, ich habe noch nichts davon gehört. Ja, ich habe die ganze Zeit. Also, ey, ich habe eben gerade mal in meiner Quablet-App geguckt, ne? Den Typ, den wir gerade suchen, der die Zugangskarte vom Weingut gezockt hat. Ja. Den habe ich seit über einem Jahr in meinem Handy eingespeichert. Ja, habe ich doch gesagt, mit dem hatten wir schon mal was. Ja, deswegen läuft es mir eiskalten Rücken runter. Seit wenn ich den über Namen einem Jahr. Also kann auch fast 2 Jahre sein, theoretisch. Weil ja, es wird nicht mehr verzeichnet. Aber ich habe von dem die Nummer. Ich weiß auch nicht, was wir mit dem haben, aber irgendwas, da war was, ja. Der Name. Nein, ich kann so Alessio nicht lauter machen. Der ist so laut, wie er sich selber eingestellt hat. Das Plugin erlaubt es nicht zu schieben. Ja, ich sag ja. Eiskalt läuft es mir den Rücken runter, wenn ich den höre. Das ist Spaß, die Alarm. Also ich weiß nur, Alistair und ich waren gestern Abend noch bei der Grove und haben da ihren Anteil gebracht. Und da sind die ganze Zeit die Camachos langgefahren von Wasan. Bei der und Grove. Auf der Mall unten bei der Grove sind Leute rumgelaufen. Wie ich dann in Erfahrung gebracht habe, waren das die Trickster, die Leute von Wasan gezockt haben und da oben auf dieser Mall eine Geiselnahme gemacht haben. Ja, ja, gut, da bin ich ja von ausgegangen, dass die, deswegen haben die ja gefragt, ob die Autos auch in anderen Sachen benutzen dürfen. Ich nehme mal an, die werden die Waffen weggepackt haben und werden mit den Autos dahin gefahren sein. Ja. Die sollten nur irgendwie, weiß ich nicht, den einen Krieg beenden, bevor sie den anderen führen, ansonsten geht das nicht gut auf Dauer. Ich habe mir vielleicht gedacht, dass wir in eigenem Interesse vielleicht mal mit den Trickstern reden, ob die ihre Sache nicht so 1-2 Wochen nach hinten schieben können. Um das mal so direkt auszudrücken, boah, wir umschmücken es natürlich bei den anderen wieder ein bisschen. Das Problem ist, dass die Trickster gut sind mit dem Abu Nazar-Clan. Mhm. Und wenn du da hingehst, dann mischen wir automatisch in den, also dann sind wir halt mit in dem Game drin. Ne? Ja, und da würde ich tatsächlich echt gerne rausbleiben eigentlich. See. Also wir sind da sowieso voll drin in dem Game, das wisst ihr schon. Wir haben den Stuff gegeben und... Wasan hat nach ein paar Camachos und ein paar Waffen für die Hüsterlachs, haben wir den gegeben, dafür kriegen wir eine Gegenleistung, was ist unsere Sache, wir haben einen Deal mit dem, was der damit macht, ist ja nicht unser Problem. Hm. Ist ein langjähriger Freund, sagen wir mal. Hm. Wurde außerdem bei uns im Casino beklaut. Sie? Von seinen ehemaligen... Clanmitgliedern. Da sorgen wir nur für Chancengleichheit, indem wir dem ein paar Mittel zur Verfügung stellen. Ich würde nicht den Eindruck mehr aufkommen lassen, dass wir mit den Wasahans einen Krieg gegen die Abu Nazars führen, weil das sollen die tatsächlich schön selber machen. Weil, ey, bei jedem anderen vielleicht, ne? Aber bei denen, du weißt genau, was das für Leute sind, Luis. Da weiß die eine Hand auch nicht, was die andere macht. Die sind komplett durch in der Birne.
Ich probiere mal den Dings. Ich hätte es trotzdem gemacht. Man kann es ja umschmücken. Ja, lass erstmal gucken, was da gestern rausgekommen ist, ja. Vielleicht haben die sich ja geeinigt, vielleicht haben die ja platt gemacht oder so. Ob da gestern was passiert ist, ja. Ja, das soll mal hochfahren. Soll mal gucken. Ich denke mal, Wasser an selber ist da schon wieder nicht erreichbar. Dafür ist es nur zu früh. Jetzt scheint mal Sonne. Ja. Wird generell zu früh sein. Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Ah, Penny ist da. Die ist immer da. Guten Abend. Penny, du bist immer da. Irgendwie. Schläfst du auch irgendwie, oder? Fuck, das Game, danke schön. Langschläfer oder Frühschläfer? Achso. Vielen Dank, Anrex, für deinen Prime-Sub. Kevin Katze, danke schön für 24 Monate. Hardstyle, danke für 32. Just Chris, danke für 2 Monate. Shiny Aaron, danke für 34. Außer das mit den Tricks. Kikes, danke für 11 Monate. Mike Kirsche, danke schön für 5 Euro. Wanngrund BSG. Ey. Ah, okay. Mike Kirsche. Ja, wenn es was Neues gibt, sag mal. Ein Timeout ist kein Bann. Und dein Banngrund oder sonst was gehört auch nicht in einen Donation-Text rein. Ja? Dafür, dass du dich hier nicht an die Regeln halten kannst und einen Timeout von meinen Mods bekommst, das Ganze dann in Donation-Texten thematisieren willst. Dafür kannst du einen Bann haben, wenn du willst, ne? Dein Fünfer, also davon hole ich mir einen Döner. Onkel Toxic, danke für 8 Monate. Vielen lieben Dank. JSR für 11 Monate. Big Dane, danke für 22. Andy, danke für 13. Nicht so einfach sein, depressive Presswurst, danke schön für 7 Monate. Danny, danke für 3. Duffy, danke für 21. Graveon, danke schön für 26. Ja, Henna, danke für 11. Terraground, danke für 19. Ja, Müffelwürfel, danke für 35. Will oder ob denen das scheißegal ist. Espa, danke für den Prime Sub. Sori, danke für 18 Monate. Razzoni, danke für 9 Monate. Winch, danke für 3 Monate. Death Legend, danke für 4 Monate. Rosarius, danke für 9 Monate. Sir Killer, 25 Monate, dankeschön. Black Sky, danke für 11 Monate. Luke, dankeschön für 5 Subs in die Community. Opelmas, 22 Monate, dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank für den Support. Hey, da ist Pennerbär. Romknecht, dankeschön für den Prime Sub. Digga, why so serious? Danke für 20 Subs in die Community. Vielen herzlichen Dank. Gut. Was ist der Plan? Gibt keinen. Gibt keinen? Nee. Okay. Rip, danke schön. Riptide, vielen Dank für 2 Monate. 2-1 Risiko, danke für 2 Monate. Rodok, danke für 11 Monate. Und eine gute Frühstück. Altiris, danke für 30 Monate. Lord Mystical, 4 Monate. Vielen herzlichen Dank. Danke euch. Ich hab Rührei gegessen. Oh. Mit Speck oder ohne? Wo ich mit Ryan telefoniert habe, kamen die ganzen Weiber immer raus. Und dann, ja. Wo warst du gestern, Ryan? Oh. Zu Hause. Ja, sieh, da hast du aber was verpasst. Oh ja. Hab bei meiner Frau im Bett gelegen. Ich sag ja, du hast was verpasst. Definitiv. Du solltest demnächst mal wieder teilnehmen, Ryan. Irgendwann werdet ihr auch mal sesshaft. Quatsch. Ja. Oh, doch, irgendwann bestimmt. Ja, irgendwann. Aber Black Shibi, 42 Monate, danke schön. Solex, danke schön. Für 3 Monate. Raging Sam, danke für 14 Monate. Vielen Dank, Cloudrox für 7 Monate. Die Immobilien haben wir ja genug. Kargosch, danke für 3 Monate. Vielen, vielen Dank euch. Was ist denn los gerade, Chat? Ich hab Brian nur eben das eine Foto gezeigt, wo du gestern mit der einen Dame das. Ne, du weißt. Also. Du sollst keine Fotos zeigen. Was? Es geht ja nur an die Haus. Was passiert, bleibt in die Haus. Ja, es geht ja nur an. Ja, sieh, das ist okay. Also, ich habe aber auch. Ich frage mich eher, warum du ein Foto nicht von seinem. Also, das. Also. Guck nicht auf dein Handy, Alessio. Also, ich habe wieder so viel. Ich habe sogar ein Video. Oh Gott. Na, besser nicht. Ja. Okay, was ist der Plan? Was machen wir? Wen hängen wir hin? Gehen wir irgendwie nach schießen? Machen wir wen blöd an? Ja, was heißt erschießen? Oder wir gehen einfach zur Meeting Point. Auf Kalt, ja, das kannst du machen. Gerne. Viel Spaß. Tschö.
Ich will später gucken, dass ich den Dings noch rankriege. Den Typen mit der Zugangskarte auf jeden Fall. Und den Typ von Nolan, den suche ich auch immer noch. Und dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem mit Namen Füchschen. Füchschen? Was für ein Füchschen? Da müssen wir uns überlegen, was wir langsam tun. Wer ist Füchschen? Achso. Frau Fox. Ja, aber wie, ja, ist das jetzt bestätigt oder nicht? Also das Ding ist, die Jungs sagten halt gestern auch nochmal, die scheint wohl mehr zu wissen, also ne, angeblich hier Gedächtnisschwund, bla bla, die kann sich an ziemlich viele Sachen so ziemlich genau erinnern und will ihre Nase in die Suche von Dax reinstecken. Und der Kater von unseren Leuten, der gerade im Urlaub ist, will ja der Fox auch stecken, dass der Dax tot ist und so ein Kram. Weil die da noch chillen und so. Und die gerade alle am Rad? Ja, und ich glaube, dass der Fox nochmal ganz klar ihre Lage klar gemacht werden muss und dass die sonst ins Gras beißt. Willst du dir wirklich zum 26. Mal sagen, was Phase ist? Wenn es hilft? Es hilft ja nicht. Hat die letzten 25 Male geholfen? Wir können es machen, aber ich sag euch, wie es ist, ne? Ich würde, also ganz ehrlich, ich würde auf einen großen Patzer warten und dann würde ich einfach das durchziehen, was wir von Anfang an gesagt haben. Ja, das Ding ist, ein großer Patzer. Ich finde halt auf den großen Patzer warten ein bisschen gefährlich, weil spinnen wir das Ding weiter. Der Kater rennt zu der, steckt er das mit Dax. Der andere von Nolan, wo ich den Namen nicht weiß, der ist ja derjenige, der den Dax an uns übergeben hat. Redet die also mit dem und der Kater hat ihr gesagt, dass er tot ist. Sie redet mit dem anderen. Der andere sagt ihr, dass die den zuletzt an uns übergeben hat. Zählt die eins und eins zusammen und weiß, dass wir den getötet haben. Wenn die mit dem befreundet ist, ist die angepisst auf uns. Dadurch, dass die mehr weiß, wie sie hinter ihrer Gedächtnislücke ja angeblich, ne, wird die uns am Ende vor den Bullen zum Verhängnis. Deswegen, ja, ich verstehe den Punkt. Ich würde auf den großen Patzer warten und der dann das Licht ausknipsen. Aber ich weiß nicht, ob wir dem Risiko nicht vorbeugen sollten, indem wir uns die nochmal einpacken und der sagen, hör mal zu, Fräulein, ein Fehler und deine Augen sind zu. Um eben halt anderer Problematik vorzubeugen. Und ich höre den Namen von der in den letzten Tagen ziemlich oft. Und ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr zu dem habt, ne? Aber der Nico, der da hinten steht. Valeska. Ja. Sie. Ich habe ein ungutes Gefühl, was es den und die Fox betrifft. Yep. Der ist zu uns immer super cool. Der steckt uns auch alle Infos und so ein Shit. Aber ich habe bezüglich dem und der Fox ein unfassbar ungutes Gefühl. Ne, die hängen auch viel zusammen. Ich glaube, der ist big in love und so, was weiß ich nicht alles, ja. Ja, ich glaube, der steht voll auf die. Ja, ich glaube auch, dass er voll auf die steht. Die haben immer SMS vorgelesen, wo sie ihn mein Schokobärchen nennen. Das ist halt das Gefährliche an der Sache, ne? Dass wir die Leute so nah an uns rangelassen haben, dass sie so viel wissen. Das macht uns im Nachhinein echt nur Probleme. Die nennt ihn Schokobärchen. Du verarscht mich. No. Bitte verarsch mich. Der hat eine SMS, der hat man, das ist aber jetzt schon ein bisschen her, da wo das gerade aktuell war. Unbekannt. Der hat eine SMS gehabt und die hat er vorgelesen von ihr und da war die Schokobärchen. Ja, dann hat er den Spitznamen jetzt weg, ich werde den jetzt Schokobärchen nennen. Sieh, ich hatte den auch schon ein paar Mal so genannt. Oh Gott. Ja, wo hängen die rum? Keine Ahnung. Ich will eigentlich nicht Schokobärchen fragen. Ja, frag doch mal Schokobärchen. Wer weiß das schon? Die Wahrsagens gehen jetzt auf die Suche. Die sind alle da. Nach was? Nach den... Also, ja. Also die haben wohl irgendwie gerade dieses Anklingelspielchen gemacht, um zu gucken, ob wer da ist. Dann hat aber einer, weil es einfach Idioten sind,
vergessen, einfach aufzulegen, nach einmal klingeln. Und dann sind die dran gegangen ans Telefon, irgendwie in Achi oder so. Und dann meinten die von der Gegenseite, von den Abtrünnigen, ah, der ist doch wach. So dumm, wie sie halt sind. Alle mal. Ja. Okay, lass mal Schokobärchen fragen. Ich schnipp mir kurz einen an. Jo, Schokobärchen. Der Spacko. Hm? Nein. Achso, dein Schlüssel noch. Ich mein Schokobärchen. Ernsthaft? Hallo Schokobärchen. Wo ist denn, steck dir den mal zu. Wo ist denn die Fox aktuell? Keine Ahnung, ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Ach, Schokobärchen. Hm. Wie finden wir denn am einfachsten raus, ob die da ist, ohne dass die was riecht? Wenn wir sie connecten würden, einfach. Einfach mal fragen, wie es ihr geht, was sie gerade so macht. Ja, das ist natürlich gar nicht auffällig. Ich habe seit Tagen nichts von der gehört. Nein, ich meine... Hey, ich mein... weißes Schokobärchen, ich wollte nur mal fragen, wie es dir so geht. Hab seit Tagen nichts von dir gehört. Ach so, ja gut, ja. Okay, wo bist du? Ja, okay. Ja, nee, dann kommen wir doch ganz bestimmt nicht hin. Okay, tschö. Also unauffällig wäre es halt, wenn, wenn sie Sola kontaktieren würden. Aber der ist nicht da, weil der hat ziemlich viel Kontakt jetzt gerade. Dann überlegt euch was Besseres. Ich stecke mir kurz eine Zigarette an. Sei ein gutes Schokobärchen. Vielen Dank, Brunhilde, für 14 Monate. Jokimbo, danke für 18 Monate. Niklas, 22 Monate. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Klein, danke für 33 Monate. Kleid, 100 Bits, dankeschön. Tobs, danke für 29 Monate. Unicorn Friend, dankeschön für 15 Monate. Lordgrimlord, danke für 15 Monate. Raging Time, 14 Monate, dankeschön. Black Shebi, danke für 42 Monate. Sotex, danke für 3 Monate. Vielen, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, Leute. Übrigens, ich habe ja mit dem Zweitkanal so ein bisschen Spaß gemacht die Tage, ne? Kann sein, dass der übrigens doch wieder jetzt aktiviert wird. Soon. Vielleicht sogar heute Nacht. Für die, die meinen Zweitkanal nicht kennen und sich fragen, was dort passiert, der Link ist im Chat. Ihr könnt dort followen, aber nur wenn ihr keinerlei Erwartungshaltung habt. Das, was dort passiert, ist kein Content, ist keine Unterhaltung. Sondern ist eigentlich zum Einschlafen. Meistens ohne Cam, einfach ganz gechillt. Das, was ich zocke, wenn ihr nicht dabei seid. Ja, sprich, wenn ich ungefähr so in meinem Stuhl liege. Und so offstream einfach was vor mich hindaddel. Dann nehme ich euch manchmal mit. Und dadurch, dass ich ein bisschen Ansprüche an meinen Content und meinen Kanal habe. Und es dort meistens um MMOs geht. Mache ich das nicht hier. Sondern das ist outgesourced. Aus guten Gründen outgesourced auf Schlotrash. Und vielleicht wird da heute was kommen. Es gibt auch keinen Streamplan, ne? Wenn da nur einmal im Jahr ein Stream drauf ist, ist da nur einmal im Jahr ein Stream drauf. Vielleicht auch nie. Vielleicht auch eine Woche durchgängig. Keiner weiß es. Und keiner weiß, wann der online geht. Gibt nichts Besseres, als wenn Schlotrash mit Schlohox redet, ja. PTR, WoW. Wer weiß. So, ich gehe ganz kurz rauchen, dann geht's weiter und wir töten die... Erst fahren? Ich bin komplett paranoid, Alter! So, da bin ich wieder. Hello. Emmy, danke für 15 Monate. Owl, danke für 2 Monate. Nix Online, danke schön für 8 Monate. Resub. Bloodlust, danke schön für 23 Monate. Gentleman, 11 Monate. Dankeschön. Der Sniper, danke für deinen verschenkten Sub. Silent Warrior, danke für 19 Monate. Und habe Langeweile, danke schön für deinen Prime Sub. Herzlich willkommen, vielen Dank. Ayo, was dran habt ihr? Hallo Crusader. Hä? Hallo Crusader. Bin kein Crusader. Hallo Raffi.
Was? Nee, hat er auch nicht. Ich telefoniere gerade zu. Also. Nee, hat er nicht verstanden. Hola! Hola, Alessio. Smudo, danke für 17 Monate. Feines, danke für den Prime-Sub. Was geht ab? Bin gleich wieder da. Why So Serious haut nochmal 20 weitere Subs in die Community, Mann. Vielen herzlichen Dank. Hast Dankeschön. Du Infos bekommen, Ryan? Bitte was? Hast du Infos bekommen von die Schokobär? Die sollen sich was überlegen. Ich habe eine Zigarette angesteckt. Gehen wir mal rüber und hau ich mal nach. Ja, sie. Das war Schokobär. Ja, also das wäre wie gesagt. Ja, uns ist noch jemand eingefallen, mit dem Abby momentan viel Kontakt hat. Das haben wir schon rausgefunden. Dennis Yachter. Was ist damit? Mit dem hat die Kontakt. Mit die Yacht, da klingt jetzt bei mir auch. Oh, da klingt, da ja, habe ich aber auch so ein unangenehmes Klingeln im Ohr. Da krieg das ist einer meiner, das ist einer meiner Waffenlieferanten. Da war sie gerade Praktikantin. Da gab es den Fall, dass sie da in so eine doofe Situation mit reingegangen ist mit einer ehemaligen Wasserhahn. Angehörigen und ja, sie war da, wurde da eher mit reingezogen und dann war da oben auf dem Dach und dann haben alle Gurkensalat bekommen. Hey, was geht? Ist der da, der Yachter? Ich habe keinen Kontakt zu dem. Ich weiß das nur aus ihren Erzählungen. Sonst irgendeiner Kontakt zu dem Yachter? Ja, ich habe mal Waffen bei dem gekauft. Ich kann mal durchklingeln und fragen, aber. Frag mal, ob der gerade eine MP hat. Ja. Was ist mit dem? Wir suchen den, weil der einen guten Draht zu der Fox hat und die suchen wir, weil wir die auf den Steg stellen wollen. Telefon aus. Mit versenken oder ohne? Ohne. Ganz leider Telefon aus. Erstmal. War das ein Porsche, wo die Blonde gerade ausgestiegen ist? Das ist meine Frau. Hatte gerade. Ja, aber war das ein. Ja, boah, ich hatte gerade diese anderen Harris-Flashbacks. Sie stimmt, jetzt wo du sagst, da sag ich gar nicht Hola. Hallo. Da fährt da ein Porsche vor und schlägt eine blonde Frau aus. Ich hatte diese anderen Harris-Flashbacks gerade. Ah, CD Hagrid. Aber die ist wahrscheinlich mit dem Dings durchgebrannt. Mit, fucking Uwe. Ach so. Glaubst du, fucking Uwe kriegt eine Frau ab? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, fucking Uwe kriegt Betonfüße, wenn fucking Uwe nochmal auftaucht. Aber ehrlich gesagt, den Yachter habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, aber irgendwo muss sie sich herumtreiben, wenn die nur Scheiße labert. An irgendeiner Stelle muss sie die Scheiße ja labern. Naja, vielleicht ist er auch die ganze Zeit mit ihrem Typus unterwegs, ne? Von den Ballers. Ja, kann ja auch sein, keine Ahnung. Wie gesagt, ich hab mit der seitdem die ganze Scheiße ist keinen Kontakt mehr. Ich guck mal, Running Red Fox da ist. Das letzte Mal, wo ich mit der Kontakt hatte, war vom Casino, wie wir die raus. Rick Lagoni heißt der Typ. Der Name sagt mir irgendwas. Das ist ein lila Ferrari, ist denn das? Ballers. Das ist ja die Antwort, ne? Der ist von die Evil. Haben Ferrari? Ja. Ja, mittlerweile glaube ich auch ein Lambo. Mhm. Okay, aber dann kann Evil ja nicht weit sein. Nee, der war eben im Krankenhaus. Ja, dann warten wir jetzt einfach, bis Evil rauskommt. Dann fragen wir. Evil. Na, wobei, das ist auch schwierig. Darfst halt nicht zu viel Aufsehen erregen. Kennt sonst keiner einen, mit dem die chillt? Nee. No. Richtig nicht. Ihr hattet doch mal erzählt, dass sie jetzt mit dem Platz rumhängt. Ja, die bringt den Akkus ab und zu, ja, gerade gesagt. Hallo, Herr Sommer. Hallo, Frau Baxter, meine allerliebste Lieblingspolizistin. Natürlich, was kann ich für Sie tun? Ich habe sie umgespeichert, sie? Ja, von Ursula auf Sky. Also, haben Sie eine Sekunde Zeit? Natürlich. Wo sind Sie denn gerade? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Vor dem Krankenhaus. Die Kollegen sind gerade drin. Wie der Zufall es will, komme ich auf Sie zu. Oha, das ist gruselig.
Hallo. Hallo, Frau Bexer. Frau Bexer, Sie sind ja jetzt auch nicht erst seit gestern hier. Ja, sondern also vorgestern schon. Sie leben eine ganze Weile hier im Staat. Schon etwas, ja. Und ich kenne wenig Leute, die eine ganze Weile hier im Staat leben. Wenn ich Ihnen einen Namen sage, können Sie mal in den Tiefen Ihres Gedächtnisses kramen und sagen, mir sagen, ob das bei Ihnen irgendwo klingelt? Ja. Moment. Weil bei mir klingelt es dann nämlich auf eine andere unangenehme Art und Weise, auf so eine Psychopathen-unangenehme Art und Weise. Tim Mister. Mister, ja, tatsächlich, der Nachname. M-Y-S-T-E-R. Abend. Ich habe den Namen schon mal gehört, ja. Ich komme nicht mehr drauf, was mit dem... Und das ist nämlich mein Scheißproblem, aber ich habe den so lange in meinem Handy eingespeichert, dass den nur Leute kennen können, die schon seit gefühlt 5000 Jahren hier leben. Ich weiß auch, dass, also der war auch Tim Mister war bekannt. Anwalt, oder nicht? Tim das Mister. Anwalt. Ich glaube, ja. M-Y-S-T-E-R. Ich guck mal gerade in meiner Liste. Ja, ich habe den auch, aber ich glaube, der war Anwalt früher. Auf jeden Fall, irgendwas muss er gemacht haben, weil sonst... Ist das ein Psychopath? Wenn es ein Anwalt war, wahrscheinlich. Sie schmunzeln, aber da geht bei mir die Psychopathen-Alarmglocke an und Sie wissen, Frau Baxter, welche Erfahrung ich mit Psychopathen hatte. Was ist denn mit ihm? Also hat er sich jetzt wieder gemeldet oder ist er nur mit ihrem Telefon? Nee, der ist aufgefunden worden mit Stuff von uns, der hat uns beklaut. Was? Und der hat uns nicht nur irgendwie beklaut, sondern meinen Jungs gehört das Weingut. Mhm. Und der Typ ist aufgefunden worden von der Gang, weil er irgendwie in Ganghust gechillt hat, wo er nicht hingehört hat. Die wussten allerdings nicht, was eine Weingutzugangskarte ist. Okay. Und haben bei diesem Tim Mister, wo bei mir bei dem Namen schon der Psychopathenalarm angeht, eine Weingutkarte gefunden. Das heißt, wo er die her hat, ist offensichtlich. Der wird wahrscheinlich einen meiner Leute beklaut haben. Darum geht's aber nicht. Die Frage ist ja nicht, ob der einen beklaut hat oder nicht, das müssen die selber ausmachen. Die Frage ist, warum hat er diese Karte und warum führt er diese Karte mit sich? Denn ich habe Morddrohungen in meinem Briefkasten und im Weingut liegen Drohungen im Briefkasten für meine Leute. Frage 1, wieso haben die den durchsucht, dass sie die Karte gefunden haben? Zweite Frage. Wahrscheinlich, weil die den nackig gemacht haben, als der durch eine Ganghut gelaufen ist. Okay. Zweite Frage, wieso, was hat er jetzt, also wurde noch mehr gefunden, außer die Karte? Nichts, was ich wüsste, ich habe keinen Kontakt zu Kriminellen. Warum haben sie das nicht gemeldet, dass wir den da hätten mal drauf ansprechen können? Was genau gemeldet? Na, dass er sie beklaut hat, dass er Eigentum von ihnen hat. Ja, Frau Bexel, ja? Also ich meine, es gibt so die Sachen, die man der Polizei meldet und die Sachen, die man halt, ja. Ne, also das... Man sollte alles melden, ne? Und das ist ja, natürlich so ein Fall, den man natürlich... Das wäre natürlich ein Fall, den man hätte melden müssen, weil es geht sich nur um einen Diebstahl. Das Ding ist, Robex, ganz ehrlich, der Diebstahl ist mir scheißegal. Und wenn der einem von den Leuten das abgenommen hat, ist mir das auch scheißegal. Mhm. Was mir nicht Wissen egal Sie ist... Denn, also es gibt doch bestimmt irgendwie eine Anzahl von den Karten. Hat denn die jemand verloren oder weiß das keiner mehr? Angeblich nicht. Oder es weiß keiner. Das heißt, es kann natürlich sein, dass einer echt stark eine auf den Kopf bekommen hat, aber wie gesagt, wie die weggekommen ist, spielt für mich auch gar keine Rolle. Die Rolle, die sich halt, oder die für mich halt wichtig ist, ist, der führt die mit sich rum und bei mir im Haus liegt eine Morddrohung, bei denen liegen irgendwelche Drohungen im Haus. Ja, der war safe im Haus. Und ein Hampelmann rennt mit einer Weingut-Zugangskarte rum, der wird wohl im Haus gewesen sein. Und bevor meine Jungs explodieren, weil einer das Weingut in die Luft gesprengt hat, weil bei mir halt, wie gesagt, der Psychopathenalarm klingelt, wenn ich diesen Namen höre, ich es aber null zuordnen kann. Es ist so lange her, ich kann es null zuordnen. Ich habe es in meinen Unterlagen tatsächlich gerade mal ein bisschen geguckt. Der war auf jeden Fall März 2019 Anwalt, hatte da einige vertretene Fälle, mit denen ich zu tun hatte. Hat dann aber so ein bisschen am Rad gedreht und hat dann seine Anwaltslizenz verloren. Seitdem habe ich von dem aber auch nichts mehr gehört. Ja, und als Anwalt habe ich mit dem safe nichts zu tun gehabt. Also, was wir, safe wir nicht. Ich hatte niemals einen Tim Mister als Anwalt und ich habe keine Telefonnummern in meinem Telefonbuch, die ich da grundlos drin habe. Und das Ding ist, in der Quablet-Kontakte-App
ist nicht genau verzeichnet wann, sondern vor einem Jahr und der nächste Schritt ist dann vor 2 Jahren. Das heißt, das kann auch fast vor 2 Jahren gewesen sein, dass ich ihn eingespeichert habe. Aber ich habe keine Ahnung mehr, warum. Ich weiß nicht, was ich gestern gegessen habe. Ich weiß nur, dass mir ein Schauer über den Rücken geht, wenn ich diesen Namen höre. Ja, besonders wenn man weiß, dass jemand Fremdes im Haus war. Yes. Aber da könnten wir theoretisch, also wir könnten da ja mal nach Spuren suchen. Wir könnten ja mal in das Weingutshaus natürlich gehen und da nach dem einen oder anderen Beweis suchen. Das ist natürlich gar kein Problem. Guter Versuch, Frau Baxter. Herr Butters. Guter Versuch. Wir wollen nur helfen. Mhm. Natürlich. Mhm. Aber ja, wie gesagt, ich habe schon lange nichts mehr von ihm gehört. Ja, ich habe den Namen schon gehört. Anwalt, gut, man könnte jetzt gucken, was er so für Akten hat. Ob er da irgendwie schon psychische Probleme oder so hatte, steht ja manchmal drin. Da brauchst du nicht gucken, das hat jeder Zweite. Mir ist das am Ende des Tages, ist es mir der Scheiß egal. Mhm. Was mich halt nur betreffen würde, wäre, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, ne, wenn der komplett einen Hajo hat, wenn er einen am Kopf hat. Und das haben, ist Sie halt den, haben Sie den selber getroffen, mit ihm gesprochen oder noch nicht? Ja, oder schätzungsweise irgendwann mal habe ich mit dem gesprochen, deswegen habe ich ja seine Telefonnummer. Nee, ich meine jetzt, nachdem Sie das... Nee. Okay. Also ich habe auch seine Telefonnummer, ich habe natürlich versucht, den zu erreichen, aber der hat sein Telefon aus. Das bedeutet aber nicht, gerade bei Psychopathen, wie die Erfahrung gezeigt hat, dass der Typ nicht da ist. Okay, also die Karte ist wo jetzt? Ist die wieder bei euch? Ja, ich glaube schon. So, und es hat jetzt eine Gruppierung, hat euch erzählt, hier, wir haben da einen angetroffen, der hatte so eine Karte. Genau, der ist bei denen durch die Hood gelaufen, daraufhin haben die gesagt, ey, was läufst du in unsere Hood, gib mal alle deine Sachen. Daraufhin ist die Karte bei denen aufgekommen, die wussten gar nicht, was das ist. Die haben dann das dazugehörige Weingut gesucht, haben das Weingut gefunden und haben gesehen, oh, das gehört uns. Deswegen sind die auf uns zugekommen und haben gesagt, ey, wir haben hier eine Karte von euch. Okay, aber die wollten nichts irgendwie dafür haben, dass sie die Karte jetzt zurückgebracht haben. Mm-mm. Okay. Eine Gegend nimmt von uns nichts. Also, wegen dem, also man kennt sich ja halt schon länger mal, nicht, dass ja, wir... Ja, kann man ja sagen, hier, Herr Butters, ich habe eine Karte gefunden, obwohl die vielleicht von denen selber irgendwann mal, dass die woanders her haben und nicht von einem Tim Mister, einen genommen haben, der schon ewig nicht mehr auffindbar ist, um da irgendwas zu kriegen, keine Ahnung. Hallo. Das ist keine Intention gewesen. Okay, hallo. Wie sieht's aus, Herr Adler, sieht aus wie Psychopath oder sieht nicht aus wie Psychopath? Sieht nach Akten nicht so aus, keine Ahnung. Also normal, sag ich mal. Über wen redet ihr? Tim Mister. Können Sie kurz sagen, wann das gewesen sein soll, dass er von der Gruppierung aufgegriffen wurde? Ungefähr. Eine Woche? Okay. Ungefähr? Okay. Warum sprecht ihr bei denen? Weil ich Baxter gefragt habe, ob der Name ihr was sagt, weil die auch schon seit 74.000 Jahren hier wohnt, genauso wie Adler. Wen geht's nochmal? Tim Mister. Boah. Aber mehr kann Tim ich Mister. Dazu ich nicht sagen. Tim Mister. Wir wurden, glaube ich, irgendwo eingeteilt, ne? Bitte wiederholen, komm. Was wollen wir? Mach das nicht. Eingeteilt. Die sagen, der war mal Anwalt. Ja, der war mal auf der Anwalt auf jeden Fall. Wir haben den Dispatch, mit dem ne? hatten und wir irgendwas, irgendwie wollte der Funk. Irgendwas psychomäßiges oder so. Da läuft's mir eiskalt, das ist Spasti-Alarm. Tim Mister. Ja, oh, der warte hat mal, wir haben einen Notruf in dem... Wir sollten... Es gibt noch andere Probleme. Ich will Sie ungern unterbrechen, aber wir müssen mal kurz unterstützen. Wir fahren mit, dann können wir da weiterreden. Müssen nein, wir unterstützen Herr auch, let's go. Komm, wir Polizei, fahren hinterher. Komm, auf geht's, komm. Ryan, mach mal mit jetzt, komm. Nein. Wir stehen uns einfach mit Taser neben denen. Wie witzig das wäre, oder? Auch wenn wir sie danach abgeben müssen. Einmal! Und dann machen wir so... Ja, dann mach doch, wenn du willst, ich komm nicht mehr. Was los? Mein Gott. Ich hab gesagt, lass mal den hinterherfahren, weil die einen wichtigen Einsatz haben und Ryan so. Nein. Ja, geh doch, fühl dich doch frei! Wir haben Rossi noch gesagt, wir schränken uns nicht ein. Dass dir nicht langweilig ist! Ja, geh doch machen! Nee, ich mach das mit meinen Freunden dann zusammen. Was soll ich denn alleine? Du hast Freunde? Ich nicht. Okay, ist irgendeiner bei der Überlegung Fox weiter? Nein. Oh, wenn ich an Fox denke, denke ich nur an Beton.
Weiter kann ich nicht denken. Na, bitte sie doch einfach. Ich war von Arthur. Bitte sie doch einfach auch in so einem Gespräch. Trotzdem, mit ihr haben wir schon 26 Gespräche geführt. Ich dachte, es geht nur darum, die zu kriegen. Ja, also machen wir die jetzt weg oder nicht? Warum wollt ihr die eigentlich haben? Weil die ihre Nase in Angelegenheiten reinsteckt, die nichts angeht. Die, ja, aber das hast du dir doch deutlich. Sie auf einmal sich wieder an Sachen erinnert oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber das hast du dir doch deutlich gesagt, dass die Finger und die Nase aus dem Casino-Zeug lassen soll. Das tut sie aber gerade. Das tut sie aber nicht. Ja, dann versenkt die. Also, ja, ob sie das tut. Ja, gut, dann mach. Bist du heute beleidigt oder Wenn ihr glaubt, dass das eine Grundlage ist, um sie zu versenken, dann bitte. Alles ist eine Grundlage bei der, davon mal ganz abgesehen, aber ich weiß schon, was du meinst. Es kommt natürlich darauf an, was sie genau getan hat, ne? Also, das ist halt die Frage. Ja, sie schnüffelt halt rum. Das Ding ist halt einfach, es ist aber dramatisch werden. Genau, es ist einfach nicht bestätigt, dass sie wirklich in unsere Richtung schnüffelt. Aber sollte sie das tun, könnte das für uns schwierig werden, je nachdem, wie der weitere Ablauf von dem Ganzen ist. Soll ich mal mit der reden? Bei der ist so ein bisschen Hopfen und Malz verloren. Ich wollte die ganz gerne auf den Steg stellen und die mal daran erinnern, wo sie lieber ihre Finger rauslassen sollte, bevor das Ganze problematisch wird. Weil wer von euch hat mir erzählt, dass der Kater, der stecken will, was mit dem DAX passiert ist? Kater? Nein, der Ramirez hat nicht das ihr zu sagen. Das haben wir ihn aber ausgeredet. Wer ist Ramirez? Chris. Wo ist die? Im Urlaub. Woher weiß der das überhaupt? War er dabei? Der DAX? Ja. Der war doch dabei. Also ist das einer von dem Casino-Jungs? Ja, das ist einer von uns. Ja, wie wär's denn dann mit denen irgendwie mal irgendwo hinstellen und dem erzählen? Und das ist nämlich das Ding, steckt der ihr, also wenn die versucht rauszufinden, wo der DAX ist und der Ramirez dann ihr sagt, dass der DAX tot ist, die braucht ja nur eins und eins zusammenzählen. Die ist zwar doof, aber nicht komplett dämlich. Das ja, Problem genau ist das auch, wir wissen nicht, wie viel Beckmann ihr schon gesagt hat oder ob Beckmann überhaupt schon mit ihr gesprochen hat, weil sie weiß, dass Beckmann derjenige war, den DAX getroffen hat. Den Beckmann kann ja auch keine Sau erreichen. Und der Beckmann weiß nämlich, dass der den an uns ausgeliefert hat. Aber jetzt nochmal, ich verstehe nicht, welche Aktien hat denn die Chris noch in diese alte drin? Ich habe keine Ahnung. Das verstehe ich selber nicht. Also alleine, dass einer von euren Leuten überlegt, ihnen irgendeine Info zu droppen, wird mich viel mehr beunruhigen, als dass die Alte vielleicht irgendwo die Nase reinsteckt und ich würde den mal fragen, ob der ein bisschen behindert ist und ein paar Nägel in den Arm drückt. Das haben wir ihn auch gefragt. Habt ihr ihm dabei ein paar Nägel in den Arm gedrückt? So, ich habe noch ein paar Stimmen für Leslie Cenkler gemacht. Ich weiß nicht, was die Jungs mit dem gemacht haben. Ich habe den jetzt selber etwas aggressiv im Ton die Meinung gegeben. Anfänger. Ja, das ist aber halt auch kerndumm, ne? Das ist so kerndumm einfach. Ja, gut, die ist rausgeschmissen, weil die kompletten Nagel am Kopf hat und komplett am Brennen ist. Ja, da gehe ich doch erstmal hin und erzähl der was. Da krieg ich einen Anfall. Ja, kam, wieder da drauf kam, ja. Wahrscheinlich irgendwie, ja, die mochte DAX irgendwie mal, die soll das erfahren oder so. Und wenn die gerne Frikadellen mag, dann bringe ich dir ja auch nicht was zu essen vorbei. Ja, kam. Also auf den ersten Blick von uns aus haben wir das dem erstmal ausgetrieben so, aber ob das am Ende, also wir haben die sogar dann beobachtet, ja, ob die Abby tatsächlich mit Chris mal da zusammen hinfährt zu dem Ort, aber ja. Da war halt erstmal nichts, aber es kann ja sein, dass er Abby trotzdem geschrieben hat oder mal telefoniert hat, was wir nicht mitbekommen haben. Ja, wollen wir den vielleicht fragen, ob der ein bisschen auf den Kopf gefallen ist? Der ist ja im Urlaub. Ach so. Er ist noch im Urlaub. Ja. Anderes Thema. Sollte Leslie Bürgermeister werden, ne? Wollen wir mit dem Mörder-Ping-Pong spielen? Was ist Mörder-Ping-Pong? Naja, du sagst ihm, du bringst ihn um, wenn er Steuern erhebt. Ich zwinge ihn dazu, Steuern zu erheben, weil ich ihn dann sonst umbringe. Aber dann müssen wir den umbringen. Nein, wir können ihm das ja nur sagen und dann immer wieder drohen, weißt du? Und das dann ein paar Mal machen, so. So hin und her mördern, weißt du? Ihr seid so schlechte Menschen. Ihr seid so schlecht.
Jo. Kein Mörder-Ping-Pong? Nein, kein Mörder-Ping-Pong. Ihr seid. So außerdem habe ich das Gefühl, Louis mag den Cheng. Ich mag den ja, eigentlich auch. Er ist zwar, also pass auf, die Sache ist, ihr seht den als Trottel. Er ja. ist auch ein Trottel. Ja. Aber das, was er macht, hat Hand und Fuß. Geh mal runter zur Tankstelle da, wo der sagt, das wäre seine Tankstelle. Da ist jeden Abend so viel los, der hat dieses Ding zu Gold gemacht. Das gleiche wird er beim Unicorn machen. Das ist der größte Vollidiot, der hier rumläuft. Ja gut, nach Laser, nach Stefan und nach Mutama. Einer der größten Trottel hier in Los Santos. Aber die machen ihre Sache vernünftig so. Das ist das Problem. So, deswegen finde ich, der wird das wahrscheinlich gut machen. Hm. Ich habe mal seinen Nippel an der Wand genagelt. Ich mag den auch nicht. Ich kann ihn auch nicht ab. Und außerdem die anderen Trottel da, die kommen alle wählen. Also, da. Dennis, wann stellst du dich als Bürgermeister auf? Gar nicht. Okay. So, ich habe die Nummer von Rick Lagoni. Wer ist das? Das ist ja, und was willst du dem Typen verklickern? Mit dem Abby jetzt gerade abhängen könnte. Ist er da? Könnte tun. Hab, so, das ist... Hab ich jetzt gerade noch nicht ausprobiert. Ich habe die Nummer gerade von Arthur bekommen. Ja, aber wenn wir doch jetzt die Freunde von der anrufen und erkundigen uns nach der, dann ist das doch auffällig. Da hat er recht. Ich hab da vielleicht eine Idee. Jetzt kommt's. Die hat doch an die Crusader oben ihr Auto verkauft. Was ist, wenn die Autoleute, die dafür zuständig sind, bei der anrufen und die dahin bestellen, weil die noch eine Frage zu dem Auto haben oder bla bla bla? Das kommt zu dumm. Weil die den Käufer gefunden haben oder so, keine Ahnung. Das kommt auch zu dumm. Was, dass ein Käufer fürs Auto gefunden wird, was zum Verkauf steht? Ja, also aber, im Bereich sie hat das, aber sie hat das Auto doch dann den Crusadern verkauft. Warum sollen die Crusader sie dann nochmal anrufen und sagen, okay, wir haben einen Käufer gefunden? Okay, das ist kein Auftragsverkauf oder so. So, und warum sollten die dann nochmal da anrufen, um bei einer Frau Fragen fürs Auto zu stellen? So, Wechsel, 19 Monate, dankeschön. Quadreim, danke für 18 Monate. Juve, dankeschön für 2 Monate. Crest, danke für 25. Dexter, danke für 17. Lars, danke für 7. Schnicko, dankeschön für deinen Prime Sub. Vielen herzlichen Dank. Und dann vermittelt der. Musst du den da fragen, der hat damit zu tun gehabt. Der hört wahrscheinlich schon seit 20 Minuten gar nicht mehr zu. Doch, ich habe gerade so geguckt, ob die vielleicht eine Finanzierung bei uns noch offen hatte oder nicht, aber nein, die hat nur ein Auto verkauft und dann gibt es keinen Grund, die anzurufen, die zu tun. Ah, okay. Na gut, dann. Ich finde das schön, wenn du uns sagst, Rossi. Das erinnert mich an die Zeiten, wo du Kutte getragen hast. Ich bin immer noch Geschäftsführer von Madbikes. Deine Kutte steht dir auch echt gut. Yep. Diese schwarze Leder mit den Patches drauf. Ihr wisst auch nicht, was ihr wollt, ne? Ohne Witz. Wieso? Na, gestern talkt er mich voll in den Anzug und seid voll am Baiten, ne? Und jetzt, ja, Kutte wäre auch schön. Ey. So gut, wenn man Optionen hat. Luis. Ja. Guck mal, wir haben unten in der Garage, ne? Ja. Haben wir noch zwei Rolls stehen, ne? Mhm. Die stehen da einfach so rum. Ja, wir überhaupt Rolls? Die haben gar keinen Besitzer. Mhm. Ist echt schade, ne? Wenn man da nur einen kennen würde, der. Naja. Ey, wenn wir. Ich hab gerade mal noch mal was anderes, Jungs, guck mal kurz. Der die Dinger fahren könnte. Oh Mann. Diese schönen Autos, ihr, die müssen noch bewegt werden. Was mich am allermeisten wieder an dieser ganzen Nummer stört, ne? Jetzt, ja. Ist, dass wir sollten die echt in die Tonne hauen, ne? Alle, wie sie da stehen. Hab ich eben auch schon ist gesagt. Ist euch klar, dass wir schon wieder was mit den Hitmans gemacht haben, wo die jetzt schon wieder intern jemand bereit ist zu plaudern und uns wieder ans Messer liefert? Also die, ich würde eher jemanden vor Meeting Point umbringen als vor dem mittlerweile. Da habe ich eine größere Chance, dass das unter uns bleibt, als wenn ich das mit denen mache. Ja. Ja. Gebe ich dir recht. Das Ding ist halt, ich würde halt auch dem, wie heißt der nochmal? Valeska. Genau. Dem würde ich halt auch irgendwie eine Ansage machen, aber ich habe nichts gegen den in der Hand, außer ein Grundmisstrauen. Also gar nicht mal ihm gegenüber. Er ist mir gegenüber wirklich immer sehr offen. Er gibt mir sehr viele Informationen. Er schreibt mir ständig SMS, auch mit Infos und so weiter. Ne? Du nett. Aber was die Fox betrifft, habe ich, keine Ahnung, nennt mich dumm, aber ich habe so ein richtig ungutes Bauchgefühl einfach.
So ein Kloß irgendwie. Guck mal. Jetzt geht Valeska gerade rüber zu Dingsbums Jay und fragt ihn nach seiner Freundin. Das ist auch JJ, oder nicht? Hier. KJ. Ich weiß nicht, wie CJ, AJ, BJ, CJ, DJ. Ja, das ist der Freund von der Alten. Genau, der... YJ, WJ. Der immer noch, obwohl der genau weiß, wie heftig die Fox Nagel in der Birne stecken hat, ist der immer noch mit der zusammen. Yep. Ja, weil die alle ihren Nagel im Kopf haben. Und wer redet jetzt mit genau dem? Valeska. Mir. Ey, also, komm, Jungs, das ist... Ich hab eben schon zu Dennis gesagt, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann hätte ich von Anfang an dagegen gesprochen, so viel mit euch zu machen und, so, und euch so nah an uns ranzulassen. Wir haben jetzt mehr Probleme, als wir vorher hatten. Und das nur wegen euch. Habe ich gesagt, wenn ich könnte, würde ich euch alle rasieren gerade. Hast du mir einen Rob mitgebracht? Oh. Ja, also das taugt halt nicht. Was hat der gerade gebrüllt? Ja, ich habe dir einen Rock mitgebracht. Boah. Es ist halt so traurig, ne? Da schmeißen die schon 90% von allen raus, weil die alle nichts taugen, weil die alle behindert sind. Und die fünf Leute, die überbleiben, selbst davon ist noch einer dabei. Also, die kann bekommen und dann sagt er, ja, in dem schärferen Ton, in dem Unheim, haben wir mit dem gesprochen. Was ist das denn für eine Scheiße? Aber weißt du, wer mir überraschenderweise einen guten Eindruck macht? Die Alte von Dennis. Ja, die hat halt die Schnauze, ne? Die konnte ich die ganze Zeit... Aber auch einen Pfeil im Kopf. War ich ja super skeptisch bei der. Aber mittlerweile macht die echt einen stabilen Eindruck, muss ich sagen. Hast du mit der schon mal mehr als zwei Wörter geredet? Mmh. Wie kann sie dann bei dir einen stabilen Eindruck machen? Also immer mal wieder so. Also das... Die hält halt die Fresse und weiß, wie ihre Position ist, ne? Und von der ist sie nicht, die hat mit irgendwem irgendwo rumgelabert oder so eine Scheiße. Ja, aber überleg mal, wo die Hitmans noch bei unserem Casino standen, wo wir das Casino noch hatten, standen die auch alle neben uns und haben die Fresse gehalten und wussten ihre Position. Ja, das hat sich erst danach entwickelt, dass sie es nicht mehr wissen. Weil ich will mal kurz wissen, was der Valeska jetzt mit dem CGHAJ geredet hat. Was hast du noch mit den Ballers geredet? Warum? Fox ist hier im Krankenhaus. Was ist die? Die ist hier im Krankenhaus. Die hatte einen Unfall. Die Fox hatte einen Unfall. Warum machen wir uns eigentlich die Mühe und überlegen, wie wir die finden können? Wir müssen einfach vom Krankenhaus warten. Okay, und die Ballers stehen jetzt da, um die abzuholen, oder was? Nee, die haben. Er hat jetzt gerade irgendwas von Gangshit geredet. Ich hab nur gefragt, weil ich in den letzten Tagen, wenn ich unterwegs war, nicht gesehen habe. Immer nur seine Leute. Ob alles bei ihnen in Ordnung ist, und dann hat er mich direkt auf Abby angesprochen. Gangshit, die ist da. Er hat dich auf Abby angesprochen? Ja. Inwiefern? Ob ich sie irgendwie meide, habe ich gesagt, nö, wenn sie sich meldet, dann antworte ich ihr doch ganz normal. Ist sie ist die traurig gewesen, weil du dich nicht bei ihr gemeldet hast, oder was? Anscheinend. Sag mal, seid ihr eigentlich alle komplett auf den Kopf gefallen? Seid ihr von der Wand gelaufen? Warum redest du dich denn auch nicht mehr? Die Alte soll sich weitestmöglich von euch fernhalten, und ihr habt alle noch... queren Kontakt mit das der und ja einer das von Schlimme euch daran. Einer von euch überlegt sich. Wir stehen oben auf der Dachterrasse. Wir stehen oben auf der Dachterrasse und beweisen dieser Tussi, dass sie es ist mit diesen ganzen Twitter-Accounts, und sie redet sich raus, und wir haben trotzdem die Beweise, dass sie es ist, und diese Typen, die hier vor uns stehen, chillen trotzdem mit der. Also weil ich die nicht. Alle dämlich sind. Ich nicht. Jetzt sag nicht, ihr chillt nicht mit denen. Du chillst vor allem mit der, Valeska. Du. Nee, garantiert nicht. Doch. Und wie einer ihr von mir euch alle ist sogar noch so gut mit der befreundet, dass er überlegt, ob er dir erzählt, dass ihr irgendjemanden weggemacht habt, Alter. Was stimmt denn nicht mit euch? Ich habe jegliche Informationen, die ich bekommen habe, ich an Steinfeld oder an Herrn Butters weitergegeben von ihr. Und der Steinfeld sagte sogar selbst, dass es gut ist, sie noch erstmal im Auge zu behalten. Ja, natürlich ist es gut, die im Auge zu behalten, aber uns wurde erzählt, dass ihr mit der chillt. Ich chill ihr verbringt mit ihr euren Tag mit der, und dann kamen so Kommentare wie, ja, manche von uns finden die noch ganz cool. Hä, wer hat das denn erzählt? Nee. Ja, doch. Nee, wir haben ja selber ein Problem damit, dass, wenn wir zum Beispiel aus einem Apartment kommen, sie auf einmal bei uns vorm Haus steht. Vor welchem Haus? In Richmond. Warum die steht die da? Die steht da einfach. Warum? Ja, weil die dumme ist. Ich hab letztens auch zu den Jungs gesagt, wenn die nochmal da steht, dann, ne?
Oder wir gehen zur Garage, auf einmal steht sie da mit dem Auto. Deswegen habe ich ja auch den Verdacht, dass der Brief von der, ne, im Briefkasten bei uns halt von ihr ist, den wir drin haben. Und dann so ein scheiß Ramirez will dann der das da erzählen und das dies jenes und boah. Wann war das, dass er euch das gesagt hat, mit der will ihr das vielleicht erzählen? Anderthalb Wochen. Nee, das war letzte Woche, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht da waren. Als Herr Butters wieder da war, habe ich ihn direkt gebrieft und hatte das einen Tag später erst gesagt, weil ich es vergessen hatte an dem Tag. Okay. Das ist Meteor-Feeling, Jungs. Wer von euch wirklich? Ist sich sicher, dass er nichts mehr mit der zu tun haben will? 1000%. Seitdem wir die beim Casino rausgeschmissen haben, habe ich mit der nichts mehr Hut gehabt. Das ist sie. Sie trägt lila. Das ist sie, ne? Ja. Ja. Sie trägt lila. Ja. Ja, letztens schon. Ja, ja, aber die... Die holen Ballers, die wirklich in die Gang rein? Nein, die Ballers flaggen nicht mehr. Also die interessiert das nicht mehr. Oh. Jetzt steht die da bei den Ballers. Das ist auch, was ich dir letztens gesagt habe, Ryan, hat die halt, ne? Ich vergesse wirklich, das ist wie wenn du so ein gutes Steak, ne? Du hast richtig Bock auf ein gutes Steak, aber das gute Steak liegt auf dem Nachbartisch und du kannst es nicht einfach wegnehmen gerade. Mhm. Ryan, soll ich dir mal was sagen? Ich hab ne, ich hab, nein, ich sag's nicht. Sag. Nein. Lass deinen Gedanken freien Lauf. Nein, wäre nicht gut. Doch. Und dann kommt dein Nachbar an und schenkt dir dieses Steak, der stellt das vor dich hin und dann haut er dir aber Ketchup drauf. Hä, aber komm. Nein, Ryan, ich hatte eine ganz schlechte Gedanken, ich spreche die besser nicht aus. Eine böse. Für böse Gedanken ist ja immer zu haben, das ja, weißt du. Ja, sie aber, die war ekelhaft, ich sag besser nicht. Okay, lass uns zur Seite gehen, jetzt will ich es auch wissen, komm. Nein, ich sag das nicht. Ryan, wir müssen ihn dazu bringen, dass er uns das sagt. Nee, wenn er nicht. Oh, da muss ich mir die Mund nachher 24 Stunden mit Seife auswaschen, hab ich keine Lust drauf. Okay. Ja, willst du mit der schlafen? No. Aber... Aber meinst du noch, mit 24 Stunden reichen, ja? Okay, wie kriegen wir die jetzt da vorne raus? Wir gehen da einfach hin und sagen, hey, wir nehmen die mal kurz mit. Nein, das soll keiner wissen, ganz ehrlich, also... Ja, dann kriegst du die da auch nicht weg, die chillt doch 24-7 dann mit denen. Ja, die mal, trieb jetzt, Purple. Jetzt steht die da. Den hab mir den Arm gebrochen. Aber eigentlich brauche ich nur Aufmerksamkeit, damit ihr euch alle nicht Vor allen Dingen hat der Typ nicht selber gesagt, dass... Und morgen habe ich mir den Fuß gebrochen. Das ist ja echt so. Das ja, war ja halt nur mal... Das ist ja noch nicht mal darüber lustig machen, sondern es ist ja nachweislich so, dass die Alte ein Problem mit Aufmerksamkeit hat und sich ständig selber was antut, damit andere Leute sie bemitleiden. Die ist wahrscheinlich eben, um jetzt wahrscheinlich da mit ihrem komischen Die ist vor eine Wand gelaufen eben gerade, damit die jetzt da aus dem Krankenhaus kam. Ja, und hat dann wahrscheinlich gesagt, ich hab so einen schweren Autounfall, mir ist einer reingefahren und dann konnte ich nicht mehr... Dabei hat die heute gar nicht in dem Auto gesessen. Wahrscheinlich nicht. No. Der war wahrscheinlich einfach nur stinkend langweilig und... Ja. Und jetzt kümmern sich wieder, oh, arme Abby, tut mir leid mit deinem Arm, ne? Ich unterschreibe auf deinem Gips hier. Mein Name ist Klaus, deswegen nenne ich mich IJ oder so, damit das für unsere Gang cooler klingt. Ja, weil die anderen dürfen ja nicht wissen, dass ich Klaus halt. Deswegen sage ich auch allen, ich habe keine Visitenkarten, damit die meinen Namen nicht kennen. Ich schreibe immer eine SMS den anderen Leuten, damit ich reinschreiben kann, ich bin UJ. Oder UJ CTJ oder so. Und in Wirklichkeit einfach Klaus Norbert. Was cool klingt, weil Klaus Norbert kein geiler Gangname wäre. Es wäre halt nur wenn es nicht wahr wäre, ne? Es ist halt wirklich so. Oder er ist einfach... Bruder, ich habe keine Visitenkarte, Bruder, aber ich kann dir eine SMS schreiben, weil Guthaben auf mein Handy habe ich drauf. Mein Name ist Richie, ha? Huh? Ja, und wie heißt du richtig? Ja, Richard. Wisst ihr, wer das damals... Wisst ihr, wer das damals schon perfektioniert hat? Eigentlich sind das alles Nachahmer. Wisst ihr, wer das perfektioniert hat? HP Baxter, Alter. Hör auf, Alter. Bei den letzten Gelben, die es gab, ne?
Da war einer, der hieß Age, nannte der sich, ne? Ich sag, Age, wie heißt du richtig, ne? Ja, Harald. Die steht da aber noch da hinten, ne? Oh Gott. Sie, die steht da. Klar, mit ihren. Ich tu mal die Fresse, Alter. Louis, hast du den Bauch drauf? Ihr seid doch komplett hingefallen, Alter. Oh, aber, Lesbio. Ich hatte so viel Langeweile und bin gegen die Wand gesprungen, damit du mich kümmerst, bitte. Ja, mach mal bitte. Ja, danke. Wollen wir denn noch was Schönes unternehmen, ja, dass du ein bisschen auf andere Gedanken kommst, um den Shop zu verarbeiten? Ja, bitte. Ich wohne auch meine ganze Gang mit uns. Wir beschäftigen uns gerne mit den Psychopathen, ja, damit du für dich wieder eine gute Gefühl hast. Damals, auch mal so eine Möchtegern-Gang. Ich frag so, ja, wer ist denn euer OG? Ja, der ist Kirsche. Ja, OG Kirsche oder was, Alter? Oh Gott. Hat einer ein Sauerstoffzelt dabei oder so? Ja, ich bin der Arby, Mann. Jetzt hör auf! Oh. Aber einer reicht mir nicht, kann ich vielleicht noch, ich stell mich einfach in die Mitte und ihr müsst mich alle immer drücken. Die verpisst sich jetzt echt mit den ganzen Ballers, ne? Ja, natürlich, die stellen sich jetzt in die Hut und stellen sich da in den Kreis, ja, und dann zeigt die da weiter den Arm. In welche Hut? Die Meeting-Hut oder die alte Hut? Das ist jetzt 50-50, ne? Ich wollte die ganze Zeit nur verarschen und sagen, ich will Ursa. Lass mal gucken, ob die an der Meeting-Point chillen, vielleicht können wir die da abpassen. Geil, weißt du, wenn die irgendwo, keine Ahnung. Na klar. Lag da ein Handtuch? Hä? Ne, ist das meine. Okay. Gibt's irgendwo einen Spot, wo man die Ballers Hood gut sehen kann, ohne dass es auffällt, dass wir checken, was da abgeht? Die Bloodshot. Die Bloodshot. Kann man von der Bloodshot in die Ballers Hood gucken? Ziemlich. Wie sind denn die Bloods der Ballers gegenüber eingestellt? Nicht so gut. Feindlich. Feindlich? Ja. Hä, aber weißt du, was ich da nicht verstehe? Die Alte vertickt Akkus an die Blatz, aber chillt mit den Ballers. Dass das für die halt auch kein Problem ist, dass die so... Auch ein bisschen ja, die eine von den Ballers, die Freundin von einem von den Ballers, die tanzt auch im Unicorn für die Blatz. Ivy. Hm? Ja, aber das ist ja nicht offiziell von dem Blatz, ne, du weißt. Nein, aber die strippt auch für die Blatz. Und ihr Macker steht daneben und verschränkt die Arme. Geil. Oh Mann, ey. Ey, Lexi. War ein Witz. Ist halt komplett egal, ne? Solange wie man. Keine Rolle. Traurig. Okay, also haben wir sonst keine Möglichkeit zu sehen, was da abgeht, außer wir würden uns in die Bloodshot stellen. See, und das wäre aber auch sehr auffällig, weil ja. Bei die Bloodshot stehst du an die andere Ende normalerweise. Okay, gib's zu, Mann. Ich hab die ganzen Jahre gelogen. Ich heiß gar nicht Rosse, ich heiß Josef. Oh, jetzt. Gruß. Markus, Bernd, Josef, Alexander, Alexandra, Friedrich. Oh Gott. Ich bin der Sören. Ach du Scheiße. Richtiger Soja-Sören, Alter. Sag mal, kennt ihr einen Sören? Jetzt mal ohne Scheiß. Nee, ich kennt jemand von euch einen Sören? Ja. Noch genug. Ich finde, das ist auch so ein richtiger Jute-Jochen. Oh mein Gott, Alter. Kennst du im Supermarkt diese Stoffbeutel, Alter? Die werden ja, halt auch richtig. Wirklich nur von Sörens gekauft, glaube ich.
Nee, von Jute Jochen. Jute Jochen. Und dann gehen die in die Getränkeabteilung und holen sich schön erstmal eine Kiste Mate, die Mate Maltes. Kennt jemand von euch einen Malte? Oh Gott, Alter. Aber Malte finde ich tatsächlich nicht so schlimm. Also Sören hast du halt echt einfach gelitten, wenn du so heißt. Ne? Ja, so ja, Sören, ne? Und dann gibt's auch ein paar leckere Bambussprossen für den Bambusbjörn, ne? Heute ist kompletter Dulli-Tag. Was geht hier eigentlich ab, nur Sirenen hier? Krankenwagen, vielleicht ist die Fox verletzt auf dem Weg in die Border Zone. Die steht irgendwo auf dem Straßenrand, weil sie aus dem fahrenden Auto rausgesprungen ist. Zwei Damen auch noch gebrochen. Wie das wohl dann aussieht, ja? Nee, die hat jetzt den Fuß gebrochen. Ja, das ist, damit ihr die ganze Zeit so rumlaufen kannst. Also sagen kann, ich muss mal getröstet werden. Guck mal, ich habe zwei gebrochene Arme. Oh Gott. Ich glaube, die holt sie jetzt einen Rollstuhl, damit sie geschoben werden muss, ja. Hast du noch mehr Aufmerksamkeit? Ich glaube, ich mache mal ein Medic-Praktikum und dann gibst du dir einfach den Kopf ein. Okay. Aber so, dass sie keine Luft mehr bekommt, ja? Ja gut, aber also so wie die Lage da aktuell ist, kommen wir nicht an die ran. Nichtsdestotrotz sind die Ballers noch die gewesen, mit denen wir letztens geredet haben, die sich darüber lustig gemacht haben und nicht begeistert gewesen sind, dass der ABCJ immer noch mit der Fox zusammen ist, aber das, was du da gesehen hast, ist, alle Ballers chillen mit der Fox. Mhm. Das macht mir ein bisschen Angst. Und die wird auf kurz oder lang wird dir die Ballers zerstören. Na, das weiß ich nicht. No, die wird irgendwann der Mitglied, pass mal auf. Nee, die wird irgendwann Twitter-Accounts machen. Ich glaube, die checken irgendwann, dass die so richtig gewaltig einen Nagel im Kopf hat, werden an unsere Worte denken. Guck mal, wie wir denen noch erzählt haben, was mit der abgeht und sowas. Mhm. Hätten wir uns auch schenken können. Wenn er sich auch noch bedankt hat. Hey, danke, das gut zu wissen. Ganze Scheiße hätten wir uns komplett schenken können. Mhm. Topo Thorsten ist empört. Was nimmt die Fresse? Also, ja, was soll ich sagen? Wir haben keinen... Ne, kannst du vergessen. Hat einer so viel Kontakt zu einem von den Ballers, dass er die da raustreten würde? Kann man Red Fox fragen, wenn er da ist. Ich bin ganz gut mit Red Fox tatsächlich. Der redet doch genauso viel wie Flo Blair, Alter. Die kannst du doch in einen Sack reinstecken. Oh. Red Fox und Nick sind tatsächlich ziemlich gut miteinander. Wir sind alle gut mit Red Fox, davon mal ganz abgesehen, aber... Der wird niemals die Alte da rauskicken, weil die nicht offiziell dazugehört. Ne? Das wird der dir halt sagen. Und ich weiß auch nicht, ne? Ich habe ja auch gesehen, dass Puma wieder da ist. Ne? Ja, die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. Wer hat eigentlich jetzt da wieder das Sagen? Wie da momentan die Machtverhältnisse sind, kann man schwer einschätzen. Ich denke, bei Red Fox und Puma werden das jetzt vielleicht zusammen machen. I don't know. Ja gut, aber vielleicht... Puma war nicht dabei bei den Gesprächen bezüglich der Alten. Aber wenn wir Puma so ein bisschen erzählen, wie ist das so? Ja, vergiss es. Meinst du nicht? Die juckt das noch weniger als alle anderen. Ja, guck mal, welcher OG ist 6 Monate weg, kommt dann einfach wieder und ist wieder da. Ja, der war schon 3-mal 6 Monate weg. Alle so, bei dem Platz? Außer die Platz? Puma. Ich fühle mich scheiße dabei, die da jetzt einfach gerade drinnen zu lassen. Ja, aber was willst du machen? Ja, die irgendwie rauskriegen. Valeska, hol die doch mal raus. Schokobär. Ich meine, das hat jetzt keine Eile am Ende des Tages, ne? Das können wir auch morgen noch machen, ne? Morgen ist Freitag, ja, morgen Samstag, bin ich krank. Sonntag, Montag. Solange wie der Dings im Urlaub ist, besteht ja noch keine akute Gefahr, weil er hat dir ja noch nichts gesteckt. Bis dahin, bis er wieder da ist, haben wir eigentlich Zeit, das durchzuführen. Also ja, das müssen wir jetzt auch nicht übers Knie brechen. Stimme ich dir zu? Müssen wir nicht übers Knie brechen? Wie lange ist der weg? 1 bis 2 Wochen, meinte er. Und der ist jetzt schon wie lange weg? Fast eine Woche. Ja. Also, unbegrenzt Zeit ist da auch nicht, ne? Die Frage ist halt, kriegen wir rechtzeitig mit, dass der wieder da ist oder trifft er sich vorher mit dem Füchschen? Ja, aber guck mal, Schokobärchen, ne? Wenn die doch so traurig ist, dass du dich nicht mehr so viel meldest, dann sollte sich das Bärchen mal wieder melden bei dem Füchschen. Die Idee ist tatsächlich gar nicht so dumm.
Weil das ist ja jetzt auch plausibel, weil er dich angequatscht hat, dass sie traurig ist und deswegen meldest du dich jetzt, weil er mit dir gesprochen hat und so. Genau. Und bla, du hast sie gerade eben aus dem Krankenhaus kommen sehen, schien verletzt zu sein. Kannst du mal fragen, ob alles okay ist, kannst du ein bisschen Ei-Ei machen. Genau. Unterschreibst du ein bisschen auf ihrem Gips. Genau. Schreibst deinen Namen drauf. Bringst du mal hier, warte mal, ich hab da noch was hier, warte mal, ich hab noch einen Blumenstrauß dabei, den kannst du ja auch geben. Ja, machst du ein bisschen Ei-Ei und das Dodo. Sollte nicht heute sein, glaube ich. Ja, das soll, wir, die hat uns im Krankenhaus gesehen und was, wenn du das jetzt machst, riecht sie den Braten. Du kannst, wie gesagt, die ist zwar dumm, aber nicht kerndoof. Pass auf, du kannst das ja morgen schon mal langsam einfädeln mit die erste SMS. Und okay, für Samstag dann, wenn es gut läuft, vielleicht Samstag eine treffen, dann machen wir Samstag. Dann sind Ryan und Louis auch da. Vielleicht nimmst du noch den Low-Carb Lukas mit und dann ist alles perfekt. Oh, ja, sehen. Der Low-Carb Lukas. Ich bin der LL. Ja, gut. Schauen wir mal. Was hast du eigentlich für eine aggressive Grundhaltung heute, Alessio? Schisse unentspannt. Wieso? Guck mal hier. Ich bin todesentspannt. Okay. Wie ist es denn, wenn wir sie morgen hinkriegen würden? Nein, hast, du sollst morgen. Hast du nicht zugehört? Und Samstag sollst du ja machen. Wenn wir die Vorbereitung dann morgen schon so weit Zeit kriegen würden. Also noch nicht einpacken morgen und irgendwie wegsperren. Es wurde dir doch gerade erklärt, wie du es machen sollst. Nicht einpacken. Dann suchen ja die ganzen Ballers hier, 30 Leute, 24 Stunden, die Alte, hab ich auch keinen Bock drauf. Endet der in dem riesen Chaos. Ja, morgen mal ein bisschen hier, ein bisschen schreiben, so, was geht und so. Und für Samstag vielleicht mal also, eine Treffen. Syndikat geht auch in voller Mannstärke, lässt die Cheng wählen. Nice. Schreibst du so, hi, M oder W. Und dann sie so M und du so cool. Bock auf CS. Die Wasserhans übrigens auch. Ja, wobei die hätten so oder so Leslie Cheng gewählt wahrscheinlich, oder nicht? Keine Ahnung, ob die das überhaupt auf dem Schirm dann hatten jetzt bei der ganzen Action, die die haben. Ich spreche nachher mal mit der Guo, vielleicht machen die das auch. Wie heißt der Hampelmann von den Nolan-Leuten? Batman. Ja. Ist er da? Valeska. Immer noch keine neuen Infos. Nicht erreichbar. Ja. Nicht erreichbar, genauso wie die anderen von denen. Da steht mittlerweile gar kein Auto mehr. Und das wundert mich so ein bisschen, ne? Die sind von jetzt auf gleich, sind die verschwunden. Ja, Nolan hat vor ein paar Tagen einmal gequittert und ist seitdem auch nicht mehr erreichbar. Ja, aber da stimmt doch was nicht. Es verschwindet ja nicht einfach eine Gruppierung von einer Sekunde auf die andere. Das letzte Mal, als ich die gesehen habe, ist, als wir da reingegangen sind und ich da einen riesen Aufriss gemacht habe und dem Typ in die Fresse geballert habe. Nee, ich glaube, danach habe ich denen noch eine Ansage auf dem Crusaderhof gemacht. Oder davor? Und danach waren sie auch noch da wegen dem Wagen von Dax, der da stand. So, aber dann war das Verhältnis zwischen mir und Nolan, nennen wir es, angespannt. Und dann habe ich nie wieder einen von denen gesehen. Hat jemand einen Akku? Nee, im Auto. War sicher. Oder so. Jo, gut, aber wenn heute ruhig ist, fahre ich früher nach Hause, alles gut. Ich kann immer auch mal ein bisschen Entspannung kann ich schon mal gebrauchen. Tut mir immer ganz gut. Stressige Tage gehabt. Ja. Ich will auch noch was essen. Einfach mal Füße hoch. Kann ich heute bei dir schlafen? Wo? Bei dir. Könntest du Penthouse pennen? Heute machen wir wieder einen ruhigen, oder? Alles klar? Gut. Ich dachte, wir machen eine Übernachtungsparty. Jungs, Mädels, ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ich bin morgen da. Ihr seid Samstag erst wieder da, oder? Ja, ich bin Samstag. Okay, dann zu Hause. Dann ich sehen wir uns Samstag. Adios, amigos. Jo, schönen Abend. Ja, bei mir ist Lea. Wie erkläre ich, dass du bei uns schläfst? Passe, du kannst bei uns schlafen. Oh. Das ist nicht dasselbe. Oh. Okay. Du kannst im Keller schlafen, wenn du willst. Was hast jetzt? Lass ihn doch bei dir schlafen. Nee, ich gehe schon nach Hause, kein Problem. Wollen wir zusammen im Penthouse schlafen? Nee, jetzt nicht mehr. Okay, gute Nacht. Jetzt hast du ihn beleidigt. Gute Nacht. Das stört ihn halt auch nur so, weißt du? Ey, Rossi! Ich bin einfach traurig hier stehen, so, weißt du? Ja, alles gut. Oh nein, bis später. Wenn du jetzt traurig bist, stell dich nicht wieder am Staudamm. Oh, ja.
Der ist einfach ein bisschen ruhiger heute, Chat. Gibt so Tage, ist gut, darf auch mal sein. So, gibt Tage, da ist extrem viel los, gibt Tage, da ist ein bisschen weniger los. So ist halt im RP, ne? Was machen wir denn jetzt noch? Ich meine, wir haben erst 20 nach 9, Leute. Aber, also... War trotzdem wahnsinnig witzig mit Butters heute, oder? Also, jo, heute ist mal ein bisschen ruhiger im RP. Aber war trotzdem schon gut lustig. Gibt's Burns eigentlich noch? Und der ist tot.